Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Willkommen zurück zu unserer tierisch-ollen Sternreise, wo uns weder die Worte noch Gesangseinlagen fehlen. Willkommen zurück zu unserer Besprechung der zweiten Staffel Strange New Worlds der zweiten Staffelhälfte. Über die erste haben wir bereits vor einigen Wochen gesprochen, die findet ihr ganz einfach im Feed des Telestammtischs. Im Gegensatz zur letzten Ausgabe haben wir allerdings ein Crewmitglied eingebüßt. Chef Andy befindet sich gerade auf einer privaten Außenmission und deshalb sind wir hier nur noch zu dritt. Haben deswegen aber keineswegs weniger zu erzählen. Ich habe mit den beiden bereits ein Resümee zur ersten Staffel von Star Trek Strange New Worlds aufgenommen und jetzt freue ich mich sehr, dass sie mich hier wieder unterstützen. An Bord sind noch Britt-Marie, hallo. Hallo. Und Kati, hi. Hi. Mein Name ist Paul und wir blicken nach dem Ende der zweiten Staffel nochmal auf die Folgen 6 bis 10 und vielleicht auch so ein bisschen insgesamt zurück. Und ich würde sagen, wir handhaben es in etwa wie zur letzten Ausgabe und widmen uns da den einzelnen Episoden in ihrer Startreihenfolge. Das heißt, wir steigen direkt ein in Lost in Translation, beziehungsweise Wo Worte fehlen. Eine Folge, in der wie letztes Mal schon gedacht und zumindest auch von mir erhofft, Uhura eine größere Rolle spielt. Mag einer von euch kurz zusammenfassen, um was es in der Folge geht? Es war irgendwas mit irgendeinem Nebel. Ich muss sagen, die Folge war an sich nicht schlecht, aber wenn man sich die zweite Staffelhälfte anschaut, dann geht die halt neben einem Lower Decks Crossover, neben einer heftigen Kriegsfolge, neben dem Musical und dem Staffelende halt schon ein bisschen unter. Ja, also Uhura hört ein seltsames Signal, aber scheint genau die Einzige an Bord zu sein, die das hört. Und alle um sie drumherum denkt, sie ist übermüdet und überarbeitet und ja, daher kommt das. Aber sie ist davon überzeugt, nein, das muss irgendeinen anderen Grund haben. Und immer wenn sie dieses Signal hört, dann hat sie Halluzinationen. Und zwar Horror-Movie-mäßig. Also sie sieht zum Beispiel Hammer, den verstorbenen Chefingenieur, den wir ja aus Staffel 1 kennen. Ja, alte Wunden aufgerissen. Genau, als Zombie, oder aber sie sieht ihre Teamkollegen, ihre Crewmitglieder eben tot und blutend irgendwie rumliegen. Sie hat eine Halluzination, das war eine ziemlich krasse Halluzination, die fand ich auch vom CGI super. Sie hat eine Halluzination, dass dieser Bildschirm, den man auf der Brücke hat, wo man quasi immer gucken kann, was draußen passiert, dass der zerspringt, zerbirst und die Crewmitglieder auf der Brücke rausgezogen werden ins Weltall und so weiter. Also sie hat eben genau diese Geschichten. Und sie macht sich dann auf die Suche danach, woher denn das Signal kommen könnte, beziehungsweise ob sie jetzt wirklich irgendwie anfängt zu spinnen oder nicht. Und an ihrer Seite, denn der ist gerade zu Besuch, ist James T. Kirk. Der ist immer zu Besuch in dieser Staffel irgendwie. Ich weiß, Kirk hat lebt quasi auf der, ja. Der lebt quasi auf der Enterprise, genau. Und der ist aber an ihrer Seite und hilft ihr da. Und die beiden finden dann eben am Ende raus, dass Uhura quasi als eine Art lebendes Signalantenne benutzt wird, nämlich des Rätsels Lösung. Sie befinden sich gerade an einer Stelle, wo jetzt muss ich kurz mal spicken, ich vergesse mal, wie die heißen, wo Deuterium geschürft wird und im Deuterium stellt sich dann heraus, sind kleinste Lebewesen, Aliens, und das hat aber die Sternflotte eben nicht festgestellt. Und das Schürfen des Deuteriums führt dazu, dass sie quasi diese Aliens quälen. Und die versuchen jetzt eben mit der Sternflotte in Kontakt zu kommen und denen das eben mitzuteilen. Also hört auf, das Deuterium zu schürfen. Ihr quält uns damit und bringt uns damit um. Und sie können eben offensichtlich nicht die üblichen Kontaktmöglichkeiten aufnehmen, so wie man das halt kennt, und versuchen es eben über Uhura. Und ich hatte, als ich den Titel gelesen habe, schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht so eine Universaltranslator-Folge bekommen, der vielleicht ausfällt oder so. Da hatte ich ursprünglich gedacht. Stattdessen, wir haben sowas Ähnliches bekommen, nicht ganz, denn Uhura ist jetzt quasi ein lebender Universaltranslator. Und schafft es dann eben, das zu entschlüsseln. Und am Ende löst sich alles in Wohlgefallen auf. Sie hören dann also auf, das Deuterium zu schürfen und zerstören auch die
Raffinerie, die sie gebaut haben, um das eben zu schürfen. Und ja. Ich würde sagen, dann. Ich wollte noch sagen, über die ganze Geschichte hinweg geht es halt auch darum, dass Uhura sich mit dem Tod auseinandersetzt und der Trauer sowohl um Hemmer als auch um ihre Familie. Wir kennen ja auch ihre Vorgeschichte, dass ihre ganze Familie eben gestorben ist beim Transporterunfall und sie bei ihrer Großmutter deswegen aufgewachsen ist. Und es geht die ganze Zeit eben um Tod und Auseinandersetzung mit Tod. Also das ist so das darüberliegende Thema von dieser ganzen Folge. Und das war jetzt eine sehr lange Zusammenfassung. aber das war die Folge. So, und jetzt, Kathi, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, weil wir vorhin das Kirk-Thema angeredet haben, meine ganze Twitter-Timeline oder Ex-Timeline, wie immer das Zeug jetzt heißt, ist auch scheißegal, ist auch zurzeit zu 75% besteht diese Timeline zur Zeit aus Star Trek Strange New World Memes und 50% dieser Memes sind so in der Art so, dass sich der Pike dauernd aufregt, weil Kirk schon wieder auf seiner Brücke ist und was der Kirk eigentlich da macht. Und ich finde das sehr lustig, weil der Kirk so eine Präsenz hat, die in der zweiten Staffel eben so kommen ist und wirklich so jede Folge so, ah ja, der Kirk ist wieder, wie bringen wir den Kirk wieder auf die Brücke oder auf die Enterprise, finde ich sehr lustig. Ich musste darüber schmunzeln, weil Britt-Marie letzte Ausgabe noch meinte, ja, ob wir Kirk diese Staffel nochmal sehen werden oder ob wir den echten Kirk, weil wir haben ja bisher nur so quasi Versionen genau, von ihm gesehen. Genau, ja. Von und dieser dann, Timeline, ja. Genau, und ja, ich sag mal, er kommt ja auch noch das ein oder andere Mal in den anderen Folgen vor und ich war auch überrascht, was er doch dann für eine Präsenz hier eingeräumt bekommen, wo ich mich zunächst gefragt, okay, er hätte das vielleicht auch eine andere Figur ausfüllen können, aber... Ja, hätte es. Das war dann Fanservice. Aber das ist tatsächlich nicht der einzige, also klar, es ist der Haupthandlungsstrang der Folge, aber wir haben ja noch so ein, zwei Sachen damit am Rande, allen voran. Ich weiß nicht, wie euch das Zusammenspiel von Pelia und Gin Reilly gefallen hat, die da so eigentlich im Maschinenraum ihr Miteinander oder auch Gegeneinander bekommen. Ah ja, die das hat sich für mich so ein bisschen lose angefühlt in der Folge. Die haben mit dieses, dass auf dieser Raffinerie ja einer ist, der auch diese Visionen sieht, der komplett durchdreht. Und dass die Peli halt meint, dass das alles irgendwie sabotiert wird. Und ich finde die Dynamik zwischen den beiden irgendwie lustig, weil die Una war doch irgendwie Schülerin von der Peli, oder? Und die hat ihr irgendwie schlechte Noten eingedruckt und deswegen ist die Una hab auf sie, ist das nicht so? Naja, das ist die angebliche ja, genau. Nein, aber diese Geschichte zwischen Number One und Pelia ist ja eigentlich nur da, um sich auch wieder mit dem überliegenden Thema Tod und Auseinandersetzung mit Tod und Trauer auseinanderzusetzen, denn es geht im Grunde darum, dass Una eben das Problem hat, immer wenn sie Pelia sieht und Uhura geht es eben genauso, muss sie an Hemmer denken, weil Pelia ja einfach die neue Chefingenieurin ist und auf diesem Posten ihres ehemaligen guten Freundes sitzt. Und was mir hier halt so gut daran gefällt, ist, erstens, es geht nicht darum, dass hier eine Number One und eine Pelia sich nicht leiden können oder so. Also das ist es nicht. Es ist natürlich am Anfang ein bisschen ein schwieriges Verhältnis, aber wir sehen dann auch später in der Staffel, dass sich das entspannt hat. Sondern es geht darum, und das sagt Pelia am Ende auch, sie konfrontiert ja Una auch, sie sagt dann auch, du kannst dir einreden und mir auch, dass es irgendwie darum ging, dass du mal meine Schülerin warst und ich dir mal irgendwie eine 3 gegeben habe. Und wenn du das so sagen möchtest, dann lasse ich es auch so stehen, dann ist es okay. Aber wir wissen beide, es liegt eigentlich daran, dass du jedes Mal, wenn du mich siehst, halt an Hemmer denken musst. Ja, ja. Und also ja, aber ja. Das, also wir kriegen ja in der letzten Folge noch einen neuen Charakter, ohne jetzt, bevor man darüber zu viel zu spoilern, und der hat ja die gleichen Probleme mit der Pelia. Also. Ja, nein, aber das. Naja, aber wir haben in der letzten Folge auch, oder auch in der 9. Folge und auch in der 10. ja auch Una, die dann mit Pelia, also spricht und interagiert und so weiter. Und da läuft es alles völlig problemlos. Ja, klar, also ja, ich meine so von dem, dass die Pelia vielleicht da schon eine Veranlagung hat, auch ihre Schülerinnen und Schüler ein bisschen zu quälen. So allgemein. Na, die ist halt natürlich, die Pelia ist für mich ganz, ganz eindeutig gegen das Establishment. Und ja, eigentlich hat die im Militär nichts zu suchen. Das ist einfach ganz generell. Das ist genau das, was sie hier in dieser Folge gesagt bekommt. Genau, weil Una zu ihr sagt, du bist ein Space-Hippie. Und ja, genau. Und das ich musste sehr so schön lachen, weil genau das ist sie aber auch. Also immer gegen jede Regeln. Oder die Regeln so weit ausreizen, wie es geht. Das sieht man ja auch schon an ihrer Uniform und dass sie eben dieses zusätzliche Abzeichen trägt und so weiter. Und diese Gürteltasche und so, das sind ja alles Dinge, die sind eigentlich nicht
Militärstandard. Nein, also ich find Peli auch ganz, ich mag ihren Charakter. Ich mochte auch schon damals in Tomorrow ihren Shelter Dine Vermont irgendwo. Ich fand das alles sehr, sehr nett und so. Und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Und ich mag ihre Interaktionen mit der Crew und ihre ganze Art einfach, wie so das Spacey betrifft es eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Und ich freue mich immer, wenn wir sie sehen und wenn sie da mehr Screen dann bekommen. Auch ich habe es mit meiner Mom angefangen, nochmal die ganze Staffel zu rewatchen. Und da auch, also jetzt beim zweiten Mal schauen, dann habe ich sie eigentlich noch ein bisschen mehr ins Herz geschlossen, bin ich ehrlich. Für mich ist sie meist eher so, ja, halt da, und ich habe jetzt noch, oder ich erfahre immer nur ganz, ganz klein wenig über sie. Aber das geht ja auch anderen Figuren so. Weiterhin, wo leider nicht so viel. Ich möchte immer noch über Pelia wird, glaube ich, wenn, dann genauer in Staffel 3, also hintergrundmäßig und so ein bisschen beleuchtet werden. Ich finde aber schon, dass sie eigentlich, also dafür, dass sie jetzt neu ist in dieser Staffel, hat sie eine ganz gute Präsenz. Ich finde, man kann sie schon ganz gut einschätzen. Auch einfach, wir haben ja auch ein bisschen von ihrem Hintergrund gesehen in Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, wo sie ja da in Vermont diese, sagen wir mal, Antikgeschäft-Geschichte betreibt und so weiter. Geschäfte, also ein bisschen einschätzen. Ja. Ein bisschen einschätzen kann man sie noch, und sie nimmt halt so ein bisschen natürlich die Rolle. Ich finde, sie hat so ein bisschen auch eine Geinenrolle. Sie nimmt so die Rolle der weisen Beraterin ein. Ja. Und das merkt man auch hier im Gespräch mit Una. Man merkt halt einfach, dass Pelia mehrere tausend Jahre alt ist und dass sie halt einfach entsprechende Erfahrungen hat. Mhm. Ja. Also ich kann sagen, alles in allem fand ich, war alles ein solider Einstieg in die zweite Staffelhälfte, so ein bisschen noch das, was ich zur ersten Folge von der ersten Folge zur Staffel 2 gesagt habe. Aber Kathi hat auch schon recht, halt gegenüber den anderen Folgen, die jetzt alle kommen, also fällt diese Folge halt schon ab, beziehungsweise die, ich kann mir vorstellen, dass sie dann, wenn man sich so die Strange New Worlds insgesamt anguckt, dann doch eher in Vergessenheit gerät, wenn man sich halt anschaut, was noch alles in der zweiten Staffelhälfte passiert ist. Eine Sache möchte ich hier erwähnen zu dieser Folge. Und zwar, ich finde es sehr gut, und das kennen wir aus Discovery ja auch, ich finde es sehr gut, dass hier Hammer nochmal erwähnt wird und auch, dass die Crew noch um Hammer trauert. Dass es also nicht so eine Geschichte ist mit, er war einmal da und dann in den nächsten Folgen ist alles wieder gut, sondern dass da ein Verarbeitungsprozess stattfindet, der offensichtlich ja noch anhält. Und dass das thematisiert wird, finde ich gut. Und dass aber generell eben auch immer dieses Thema Tod thematisiert wird. Das, und das sagt ja dann Kirk auch in dem Gespräch zwischen ihm und Uhura, das einfach zu diesem Job dazugehört. Sie sind in der Sternflotte und sie setzen sich jeden Tag in diesem Job eben einem Risiko aus. Sie sind eben nicht irgendwie in einem anderen Job unterwegs, wo das Risiko geringer ist. Und das bedeutet aber auch, dass sie sich da immer jedes Mal mit Tod und Tod von lieben Kameraden auseinandersetzen müssen. Dass sie vielleicht auch Verantwortung dafür übernehmen müssen oder versuchen müssen, damit zurechtzukommen, dass sie Leute retten wollen, aber nicht können. Und das ist ja genau all das, wo Uhura sagt, sie weiß halt nicht, ob sie das kann, ob sie das schafft, weil bisher hat sie Tod und Auseinandersetzung mit Tod immer verdrängt, also aktiv verdrängt, was man ja auch am Beispiel ihrer eigenen Biografie sieht, weil sie halt seitdem den Unfall von ihrer Familie zum Beispiel auch nie über sie geredet hat, kein Foto angeschaut hat, gar nichts, ja. Und ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und dann sagt sie, ich weiß halt nicht, ob ich das kann. Was soll ich denn dann machen? Ich meine, so. Und dann sagt dann Kirk, und das fand ich eine wunderbare Antwort, dann sagt er, ja, dann kannst du vielleicht einfach kein Starfleet-Offizier sein. Ja. Und dann habe ich da gesessen und dachte, wow. Weil ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er sowas sagt wie, ja, das wird schon, du wächst da rein oder so, weißt du, sowas, ja, so positiv, Pep-Talk-mäßig. Und dann sagt er, nee, und dann sagt er einfach ganz knallhart, knallt er das vor dem Latz und sagt, dann geht's halt nicht. Ja, aber das wäre auch nicht Kirk, wenn er das irgendwie sugarcoaten würde für sie. Na, das fand ich aber einfach gut, weil ich diese Härte hat Uhura in dem Moment auch gebraucht. Und das ist ja das, was wir am Ende hier haben. Sie setzt sich eben aktiv mit Tod und Trauer auseinander und lernt für sich, damit umzugehen. Und das zieht sich halt ein bisschen jetzt auch durch die ganze restliche Staffel, insbesondere jetzt auch, wenn wir das Staffelfinale schauen. Und was ich hier noch erwähnen möchte, weil ich das ganz spannend finde und weil man das eben eigentlich nicht weiß, zu diesem Zeitpunkt in der Serie, das ist ja ein Prequel zu TOS, also zur Serie mit Kirk quasi, zu diesem Zeitpunkt hat Kirk in seiner Autobiografie schon eine sehr große
einen sehr großen Verlust erlebt, denn 200 seiner Kameraden auf der Farragut sind bei einer Mission getötet worden. Und über diese Mission und was damit zusammenhängt, gibt es später dann eine TOS-Folge, aber die sind eben von so einem Wolkenwesen getötet worden, auf das sie dann den TOS nochmal treffen, und nicht nur 200 seiner Kameraden, sondern auch sein Captain. Und Kirk macht sich dafür verantwortlich. Also er fühlt sich dafür verantwortlich, dass es passiert ist und dass es nicht verhindern konnte. Das merkt man dann in TOS. In TOS gibt es dann eine Folge, wo er Rache nehmen möchte dafür. Und man merkt, dass das ihn psychologisch echt mitgenommen hat. Und das finde ich total spannend, dass wir das über seine Biografie wissen. Und dass wir wissen, dass Kirk in dem Moment, in dem er Uhura berät und sagt, du musst lernen, damit zurechtzukommen, er diese Erfahrung schon gemacht hat. Und das finde ich total spannend. Das macht es sozusagen alles sehr viel runder. Das ist das Schöne mit Strange New Worlds, dass du eben bestimmte Kennsachen einfach weißt oder hast und einfach bestimmte Dinge in den Biografien und auch im Ablauf, ja, eine runde Geschichte machen kannst. Ja, ja, ich habe auch noch eine Sache. Also ich finde das, also es ist immer, das ist nicht dumm, aber ich finde das irgendwie, ich finde es gut und schön, wie sie den Tod von Hammer nochmal aufgreifen, also dass sie da zuerst so eben dieses Video sieht und das irgendwie zu reparieren versucht und dass dann irgendwie, weil er halt so präsent ist gerade bei ihr, dass diese Wesen deswegen ihre Gefühle auf dem Hammer wahrscheinlich irgendwie produzieren. Und ich finde es, wie du schon gesagt hast, ich finde es gut, dass sie nicht einfach irgendwie unter den Teppich kehren und sagen, ja, der war mal da oder was auch immer, sondern dass sie wirklich das auch nehmen, um ihre Geschichte und ihren Hintergrund mehr aufzuarbeiten, weil man ja in der ersten Staffel gesehen hat, wie wichtig der Hammer für sie ist. Mhm. Sehr schön hier übrigens auch die Heurika-Idee, die sie hat, also die endgültige Idee, warum, wieso, weshalb, die kommt tatsächlich, nachdem sie sich das Video mit Hammer nochmal anschaut, und wird sozusagen durch eine Bemerkung Hammers ausgelöst, dieser Denkprozess. Und dann dachte ich mir, ach guck an, jetzt ist er zwar tot, aber bis zum Letzt doch noch ihr Lehrer. Denn das ist ja die Funktion, die er hatte. Er war ihr Mentor, er hat sie beeinflusst, er hat ihr Dinge beigebracht. Und auch über den Tod hinaus ist er eben Lehrer bis zuletzt. Das fand ich noch irgendwie so eine schöne kleine, ja, Beigabe bei dieser Geschichte. Sehr schön. Wir sehen auch, wie Kirk und Spock aufeinandertreffen. Stimmt, ja. Stimmt. Das war das Allerbeste. Bester Schluss ever. Ja, echt. Wie Kirk und Spock das erste Mal Hände schütteln. Und wenn man, wie du schon vorher gemeint hast, wenn man weiß, was daraus noch sich entspinnt, hat dieser Handschlag so viel Bedeutung. Und also sitzt das so, das ist so, der Zuschauer weiß alles. Du weißt noch, was passiert. Du weißt, wie das ausgehen wird. Und alle in dieser Bar sind halt komplett unwissen und niemand weiß, was das für ein geschichtsträchtiges Treffen ist. Ja, ja, wir haben im Grunde ein kleines Understatement halt einfach so, wie zwei Fremde, die sich halt zum ersten Mal so geben. Und sich dann in anderen Filmen oder Serien dann wahrscheinlich nie wieder begegnen würden. Ich meine, hier hat Strange New Worlds, wie es das schon ein paar Mal jetzt gemacht hat, auch in Staffel 1 schon, endlich eine der Fragen beantwortet, die sich Trekkies seit 60 Jahren fragen. Nämlich, wie sind sich Kirk und Spock das erste Mal begegnet? Und wir kriegen im Zuge dessen auch gleich noch eine zweite Antwort auf eine Frage, die wir uns gestellt haben. Wie sind sich Kirk und Uhura begegnet? Und dass Uhura diejenige ist, die die beiden vorstellt, das ist natürlich nochmal extra, ein extra Goldkrönchen auf der ganzen Geschichte drauf. Also es war sehr, sehr schön. Es war natürlich klar, Fanservice am Ende, aber das gehört auch dazu. Das muss dann auch sein, und zwar einfach nett. Ja, ja, absolut. Perfekt, dann würde ich sagen, lassen wir die erste Folge schon hinter uns und gehen direkt zu tierisch ollen Sternreise. Ah. Oder These Old Scientists, oder? Ja, those old scientists. Eine sehr, sehr schöne Folge. Ein Crossover mit Lower Decks und fangt auch, also Lower Decks ist die zurzeit laufende Animationsserie im Star Trek-Universum, die sich um die Lower Decks kümmert, also eigentlich die Red Shirts, die normalerweise nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen in den, sag ich mal, normalen Serien. Ich weiß nicht, wie ihr zu Lower Deck steht. Na gut, sie sind ja nicht alle Red Shirts, aber sie sind alle Lower Decker, genau. Das stimmt, ja, aber was man so als Red Shirt bezeichnet oder so. Ich weiß nicht, wie ihr zu Lower Deck steht, aber ich habe einen absoluten Spaß mit Lower Decks. Ich mag den Humor, ich mag die Charaktere da drinnen und ich muss sagen, ich bin ein bisschen Boimler-Fan. Also ich mag den. Ich kam auch diese ganze Folge, habe ich mich eindeutig mit ihm identifizieren können. Also es passiert im Prinzip, ich fasse kurz zusammen, es ist also in der
Zukunft auf der Cerritos, das ist das Schiff, auf dem der Bäumler und die Mariner, das sind so die Hauptcharaktere. Und es ist ja nicht nur, Entschuldigung, dass der kurz eingrätsche, es sind ja nicht nur die quasi die Leute, meistens eben die jungen Leute, die auf den unteren Decks so beschäftigt sind, so die vielleicht für die nicht ganz so überlebens- oder die halt die kleineren Aufgaben oder sowas haben, die aber halt einfach gemacht werden müssen, sondern allein dieses Schiff ist ja jetzt vielleicht auch eher für die Dinge zuständig, die jetzt nicht den obersten und die wir halt in den anderen. Es ist kein Flaggschiff, sondern die Cerritos ist für den zweiten Kontakt zuständig. Genau. Das ist die Mission der Cerritos. Die Cerritos gehört zu einer Klasse von Schiffen, die immer für den zweiten Kontakt zuständig ist, was, glaube ich, die frustrierende Mission deines Lebens sein muss, weil du halt immer kommst, wenn der erste Kontakt schon vorbei ist. Du räumst also auf. Du bist eigentlich zuständig für all die ganzen Dinge, die danach passieren. Das heißt, das Spannende, Tolle, diesen ersten Kontakt, den haben dann die Flaggschiffe, so wie die Enterprise oder so. Und dann kommt die Cerritos und die macht alles andere. Die Papiere, die unterschrieben werden müssen, die Formalia, die geklärt werden müssen, die Botschafter, die verteilt werden müssen. Also den ganzen Kram, der langweilig ist, das macht die Cerritos. Genau, aber der Bäumler ist scheißegal. genau, und auf jeden Fall fängt die ganze Folge auch eben im Lower Decks Universum, also auch animiert an. Und wir sehen, dass Bäumler und Mariner mit, wie heißt sie, Rutherford, und Tandy, genau, auf eine Mission geschickt werden, um eben so ein Portal einfach nur zu checken, um das eh noch da ist und das eh nicht funktioniert, genau. Ist ein Zeitportal, weil das ist eigentlich eh nicht aktiv und bla bla bla. Und wie ist der Zufall natürlich will, machen sie ein Foto mit dem Bäumler vor dem Portal und das Portal aktiviert sich und Chuck landet der Bäumler in der Vergangenheit vor den Füßen von Captain Pike und Spock. Weil die und eben gerade jetzt nicht mehr animiert. Genau, ist nicht mehr animiert jetzt, weil die eigentlich gerade dieses Portal entdecken. Und ja, und dann entspinnt sich eine, wie ich finde, sehr lustige und sehr nette Aufeinandertreffen von Bäumler und der ganzen Enterprise-Crew, weil der Bäumler einfach, also ich habe mich in Bäumler eindeutig wieder gesehen, weil wenn ich auf der Enterprise landen würde, dann wäre ich Bäumler. Also der hat eine, der ist halt riesiger Fanboy von diesem ganzen Schiff und dieser ganzen Crew, obviously, weil die halt alle in die Geschichte eingehen, diese komplette Crew, dieses komplette Schiff. Und kurze Info, dass die Leute werden es wissen, aber wir befinden uns 120 Jahre in der Vergangenheit. Ja, das bedeutet, Bäumler kommt aus einem Star Trek-Universum, das 120 Jahre weiter ist und die Crew der Enterprise weiß auch, dass er Zeitreisender ist. Genau. Also das vielleicht zur Erklärung nochmal, falls einer nicht weiß. Genau, die wissen das auch und mussten halt natürlich irgendwie versuchen, also er darf, das Problem, was sie auch in Tomorrow schon hatten, er darf halt nicht sagen, was diese Timeline, oder was die Ereignisse der Geschichte ändern könnte, oder was er halt, was die noch nicht wissen, ne? Das heißt, die Uhura ist auch noch Ensign zu dem Zeitpunkt und sie wissen alle nicht, was für eine Rolle sie mal spielen werden und wie wichtig sie mal sein werden in der Geschichte des, weiß nicht, weil es klingt so aufgebläht oder so, aber sie werden halt einfach, die ganze Crew ist einfach komplett wichtig für alles, was im Star Trek-Universum passiert. Und das wissen die halt alle noch nicht. Und das ist so, es ist so schön, der Bäumler ist so ein absoluter Fanboy und ist so mega aufgeregt, mega hibbelig, will alles richtig machen, macht natürlich aber vieles falsch. Und es ist einfach sehr sympathisch. Und ich hatte immer einen absoluten Spaß mit dieser Folge. Und ich bin so froh, dass diese Folge existiert. Und ich glaube, ich habe mich noch nie mit einem, also schon, aber mit Bäumler kann ich mich so identifizieren. Irgendwann kommt die Mariner dann, also sie wollen Bäumler zurückstecken, kommt die Mariner nach. Die ist auch ein riesiger Uhura-Fan. Und ja, es ist sehr schön. Diese Folge funktioniert halt unter vielen verschiedenen Gesichtspunkten. Also die funktioniert halt auch auf so einer Meta-Fan-Ebene, weil ja auch später dann, also Mariner und Bäumler sind so voll die Fans von der Crew, von Uhura, von genau. Was weiß ich. Übrigens auch dass Mariner aber auch so Uhura anhimmelt, hat natürlich auch so eine Parallele zu dem, wie was man früher vielleicht in der Schauspielerin von der alten Uhura gesehen habe, genau. Aber dass dann wiederum auch die Crew rund um Pike so ein bisschen Fan von der Enterprise hier rund um Archer und so weiter ist, das fand ich auch sehr schön. Und dann funktioniert sie natürlich auch als eine Crossover-Folge. Und wir hatten jetzt
bei Star Trek schon so ein paar Crossover-Folgen. Wir hatten keine einzige richtige Crossover-Episode. Das ist die erste. Wir haben einzelne Charaktere gehabt, die aufgetaucht sind, aber so eine richtige Crossover-Episode wie hier, dass man sagen kann, anteilig haben beide Serien quasi gleich viel Anteil an der Story. Das hatten wir bisher noch nicht. Immer Ärger mit Tribbles? Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das ist... Ja gut, also naja, man hat sie halt dann, also ja. Gerade das ist halt das Erste, was mir noch bei Deep Space Nine, da wo das sie... Das wäre halt DS9 und TOS, ja. Genau, also da fand ich zumindest... Aber da hat die TOS-Crew aber gar keinen, also die hat da keine aktive Rolle, so wie jetzt hier Mariner und Bäumler, aber okay. Okay, wenn du es so willst, dann ist das die erste, wo auch die beiden Serien laufen ja jetzt auch und diese beiden Serien, ich meine, die geben sich ja hier wirklich die Hand. Ich würde jetzt vielleicht das, was du auch meinst, es hätte auch gut eine ausgedehnte Lower Decks-Folge sein können, weil schließlich geht das Ganze ja irgendwie auch von Lower Decks aus. Wir haben auch das Intro, haben wir noch gar nicht angesprochen, das ist ja auch animiert und so. Ja, das ist sehr schön animiert. Und so, also ja, also auch als so eine Folge funktioniert es natürlich sehr gut. Ja, das fand ich war auch eines der großen Vorteile, dass man eben nicht das Gefühl hatte, es ist ja eine Strange New Worlds Folge eigentlich, es kommt ja jetzt als Teil von Strange New Worlds in der Season, dass man nicht das Gefühl hatte, man sieht hier eben eine Strange New Worlds Folge, wo irgendwie die Lower Decker Charaktere einfach nochmal so reingestopft sind, aber 95% der Story wird eben durch die Strange New Worlds Crew bestritten, sondern ich finde, was du auch schon sagst, es hätte genauso gut auch eine Lower Decks Folge sein können, wo die Strange New Worlds Crew auftaucht. Deswegen, das fand ich sehr, sehr erfrischend und überraschend und gut gelöst, dass man das Gefühl hatte, beide spielen hier irgendwie gleich wichtig eine Rolle, sie sind gut verschmolzen, haben auch gut zusammengearbeitet, das fand ich, war eine sehr große Stärke von dieser Folge. Ja, und wir haben ja auch auf der einen Seite quasi eine Realverfilmung und dann eine Animationsserie und das natürlich auch mit diesen Gegebenheiten und mit diesen Umständen gespielt wird oder das, ich weiß nicht, ist es Bäumler oder so irgendwie, der irgendwann mal sagt, ist dir aufgefallen, wie langsam hier alle reden? Ja, genau, vor allen Dingen, besser, als er ankommt aus dem Tor wird er ausgespuckt, kommt auf der anderen Seite an und dann ist er ja plötzlich echt und dann sagt er irgendwie, oh, ist das hier alles irgendwie so dreidimensional? Es fühlt sich irgendwie alles so echt an, irgendwie so. Und am Ende dann, als die... Am Ende, als dann die Strange New Worlds Crew eben gezeichnet ist, dann sagt einer von denen plötzlich so, wieso fühlt sich alles so zweidimensional an? Ja. Also die spielen halt selber, es ist sehr, sehr viel Meta in dieser Folge. Das Ende ist wunderschön, da habe ich mich so gefreut drauf, eine animierte Strange New Worlds Crew noch zu sehen. Das war ein sehr, sehr schönes Ende, eine sehr, sehr schöne Folge. Ja, ich finde, und das war aber auch etwas, was ich sehr, sehr reizvoll fand, dass sie eben diese zwei Darstellungsformen auch einfach gewählt haben und gesagt haben, wir bleiben eben dabei. Das ist was ich mir tatsächlich viel mehr auch im Star Trek-Universum wünschen könnte, weil man kann ja so viel machen einfach. Und es ist einfach so wenig gemacht worden. Und wenn es nur so was Simples ist wie, sie sind in einem Nebel und plötzlich sind sie gezeichnet, ja, weil vielleicht in dem Nebel irgendwas Spezielles ist oder sonst irgendwie was. Also es gibt ja alles Mögliche. Und dass sie das hier ausgenutzt haben, fand ich schön. Und sehr, sehr schön auch, die beiden Schauspieler, die Bäumler respektive Mariner gespielt haben, waren ja die Voice-Actor von den Figuren. Das heißt, wir haben ja eigentlich gezeichnete Charaktere bei Lower Decks und gar keine Schauspieler. Und jetzt haben wir aber mit Tony Newsom und Jack Quaid eben die beiden Voice-Actor bekommen, die dann auch als Schauspieler, sind beides ja auch Schauspieler von Haus aus, die dann als Schauspieler eben in Strange New Worlds gespielt haben. Und das hat auch ganz wunderbar funktioniert. Aber die müssen, also das doch, hätte auch die müssen doch schon in Lower Decks die Charaktere an die Schauspieler angelehnt haben. Oder ich schaue denen so ähnlich. Das haben sie, ja, natürlich. Aber ein Voice-Actor muss nicht unbedingt auch ein guter Schauspieler vor der Kamera sein. In dem Fall war aber klar, dass also ich glaube, sie haben Bäumler halt auch gewählt, weil sie wussten, dass halt Jack Quaid einfach auch Schauspieler von Haus aus ist. Man kennt ihn aktuell zum Beispiel auch von The Boys. Ja, der hat auch andere Sachen gemacht, aber The Boys ist, glaube ich, das, wo er noch mit am bekanntesten jetzt aktuell ist. Und Tony Newsom ist eigentlich Comedian von Haus aus, aber auch Schauspielerin. Und ich glaube, deswegen haben sie aktiv auch die beiden gewählt, weil sie gesagt haben, bei denen wissen wir, die können auch vor der Kamera entsprechend agieren. Ja, und die haben auch in Lower Decks eigentlich schon die größten Rollen eigentlich. Ja, ich hätte halt ehrlich gesagt auch gerne Rutherford und Tandy im echten Sinn, in Anführungszeichen. Aber na gut, das war dann jetzt. Aber auch, also allein wie sie die Mimiken und Gestiken von ihren Zeichentrickcharakteren
übernehmen, also was ja nochmal was komplett anderes ist, in Zeichentrickserien oder in Animationsserien bewegen sich Figuren oder reagieren die ja nochmal ganz anders, aber trotzdem hat sich das in real quasi sehr ähnlich angefühlt, obwohl es natürlich eben dann mit richtigen Menschen oder mit richtigen Kostümen oder was umgesetzt ist. Also ich fand gerade Mimik und Gestik fand ich hier auch echt, so vor allem wenn man natürlich Lower Decks kennt, darüber könnten wir übrigens auch noch reden, denkt ihr, die funktioniert auch für Leute, die Lower Decks, die sagen, ah, nee, Lower Decks, das ist mir hier zu spaßig oder es ist mir nicht ernst genug oder so. Denkt ihr, so eine Folge funktioniert auch für Leute, die mit Lower Decks jetzt nichts anfangen oder Lower Decks nicht gesehen haben? Also ich weiß nicht, ob man dann alles checkt und so, aber allein, weil, also wenn man Strange New World schaut, dann nehme ich mal schon an, dass man eine gewisse Affinität zu Star Trek hat. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, wie Bäumler ist, man sich so mit Bäumler identifizieren kann, dass es eigentlich klappen sollte. Die Folge an sich funktioniert auch ohne Vorwissen über Lower Decks, das definitiv, weil es dann einfach zwei Crewmen sind, die aus der Zukunft halt dahin springen. Ein bisschen was von den ganzen Metascherzen und so weiter, das geht verloren. Aber die Folge an sich versteht man problemlos. Das ist ja auch das, was wir in den neuen Star Trek Folgen oder im New Trek jetzt generell ja ganz oft haben. Leute, die die alten Serie kennen, die verstehen halt einfach noch eine Ebene mehr und sind vielleicht noch ein bisschen mehr amüsiert, aber grundsätzlich funktioniert die Folge auch so. Gut, dann habt ihr noch was zu dieser Crossover-Episode? Ganz, ganz viel, aber insgesamt ja, na klar. Toll. Denn ich würde ansonsten... Hier war übrigens Jonathan Frakes auch Ja, Regisseur. Stimmt. Ja. Ja. Also der Schauspieler von William Riker aus TNG. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir folgen dem Rhythmus von Strange New World mit diesen ja doch abwechslungsreichen Episoden etwas ernsthafter oder etwas schwermütiger. Dann kommt vielleicht wird es ein bisschen lockerer und dann in der nächsten Woche wieder etwas, ja. Ernster. Wieder etwas ernster. Die erste 16er Folge, die wir haben, ist Strange New World, oder? Wie 16er? Also mit 16er. 16 freigegeben, zumindest bei Prime. Ich weiß nicht wie. Ach so, du meinst ab 16, okay. Genau, genau. Ab 16. Weiß ich gar nicht. Nee, DS9 hatte auch, glaube ich, diverse 16er. Ja, ich glaube, bei Strange New Worlds ist es wahrscheinlich die erste. Aber Deep Space Nine ist ein gutes Stichwort, denn das ist ja so eine Folge, die wirklich an Deep Space Nine erinnert. Aber ich frage euch jetzt erstmal so, habt ihr über diese Folge überhaupt noch etwas zu sagen? Denn wie ich so ganz am Rande mitbekommen habe, ich sage es nochmal für unsere ZuhörerInnen, Britt-Marie hat ja unter anderem auch noch einen Star Trek Podcast sozusagen mit anderen Leuten zusammen, redet sie in Trekgasm regelmäßig über die neuesten Folgen von Star Trek, auch über Strange New World. Und ich meine mich zu erinnern, dass ihr diese Folge zusammen mit Elle besprochen habt. Und ich glaube auch ein bisschen ausführlicher, als wir es jetzt hier tun werden, oder? Also wenn du mit ausführlich 3 Stunden meinst, dann ja. Ja, genau. Aber sie ist noch nicht draußen, weil ich noch schneide wie wild, denn die Those Old Scientists-Folge, die ich ja auch besprochen habe, war 4 Stunden lang. Und da schneide ich gerade noch. Also ich hänge echt mit dem Schneiden ein bisschen hinterher. Das ist normalerweise nicht so. Normalerweise bin ich aktuell, aber diesmal ist es halt leider so. Das heißt, die Folge kommt definitiv noch mit Kati, aber wir haben tatsächlich 3 Stunden insgesamt in dieser Folge über alles gesprochen. Ja. Sehr gut. Dann können wir jetzt, dann machen wir es jetzt so, wir machen hier quasi den kleinen Teaser dafür. Und wenn ihr dann von der Folge oder von dem, was auch Britt-Marie und Kathi hier erzählen, sehr gehuckt seid, dann hört am besten noch in Trekgasm rein und gebt euch da die volle 3 Stunden den Director's Cut von dieser Episode sozusagen. aber erstmal Titel der Folge. Ich habe mir nur aufgeschrieben Klingone. Wie hieß ja die Schlechter von Jigal oder so irgendwie? Genau, genau. Under the Cloak of War beziehungsweise genau. Der Schlechter von Jigal, genau. Ja, es geht um den Schlechter von Jagal. Es geht um einen Klingonen, die Vorgeschichte ist ja, dass die Föderation ja im Krieg gegen die Klingonen ein Jahr lang gekämpft hat und es auf beiden Seiten enorm viele Verluste gegeben hat und wir uns jetzt zu einem Zeitpunkt finden, wo die beiden eben Frieden geschlossen haben und der Schlechter von Jagal, also der Klingone, um den es da geht, der ist von der klingonischen Seite zur Föderationsseite gewechselt, wird von den Klingonen als Verräter angesehen und arbeitet jetzt aber für die Föderation als Botschafter, um eben aktiv für die Föderation und deren und auch für die Sternflotte deren Ideale einzustehen und Frieden zu verhandeln, eben in alle Richtungen.
und ist deswegen, hat ein Ruf wie Donnerhall, ist also ein ganz großer gefeierter Botschafter geworden, der eben auch ganz viele komplizierte Verhandlungen schon geführt hat und Friedensverträge ausgehandelt hat und so weiter und so fort. Mhm. Und der muss jetzt transportiert werden zur Station 12, Raumstation 12, und die Enterprise soll das eben übernehmen, und dabei sollen sie bitte versuchen, auch noch schön aktiv ein bisschen PR zu machen, weil von der Militärleitung, von der Sternflottenleitung kam jetzt, ja, also wir wissen, ihr habt ja auf dem Schiff auch Kriegsveteranen, die eben ja mit Klingonen gekämpft haben, und da es insgesamt Probleme gegeben hat beim letzten Transport vom Botschafter, denn da ist er wohl, also da gab es Probleme, dass, also da gab es Demonstrationen wohl, dass er, also gegen ihn so, also weil ja eben der Krieg noch nicht so lange vorbei ist. Und deswegen sollen sie jetzt ein bisschen versuchen, ihm willkommen zu heißen auf der Enterprise. Das heißt, es sollen bitte alle Kriegsveteranen auf der Enterprise versuchen, aktiv mit ihm irgendwie zu interagieren. Und dann macht Pike, was er immer macht, er lädt zum Essen ein. Und zwar halt die Leute von, genau, die Leute von seiner Crew, die eben als Kriegsveteranen dienen. Und das Problem hier auf der Enterprise ist aber, wir haben also erstmal das Problem, wir haben eine gemischte Crew, denn die Enterprise und ihre Crew, also die Originalcrew, war nicht im Krieg beteiligt. Die ist also weggeschickt worden während des Krieges, aktiv von der Sternenflotte, weil sie auch das Flaggschiff sind. Und jetzt sind sie also wieder zurück. Da gab es auch schöne Auseinandersetzungen der ersten Staffel mit Survivor's Guild und so weiter von Pikes Seite, der ja eben nicht im Krieg gedient hat, während seine Freunde und Kameraden im Krieg gestorben sind. Und jetzt ist es so, dass wir eine gemischte Crew haben. Wir haben einen Teil der Enterprise-Crew, die eben den Krieg überhaupt nicht mitgekriegt hat. Und wir haben eben einen Teil der Crew, die Kriegsveteranen sind. Und zusätzlich haben wir noch das Problem, dass wir hier tatsächlich auch Kriegsveteranen auf dem Schiff haben, die auf Jegal stationiert waren. Und Jegal ist eben ein Mond, wo die größten Gemetzel im Krieg stattgefunden haben. Hm. Und da waren unter anderem Mbenga und Chapel beide stationiert. Und wir wissen ja schon aus dem Anfang dieser Staffel, nämlich der ersten Folge, dass die beiden ja eben diesen Hintergrund haben. Und wir wollten ja gerne noch mehr über diese Story erfahren. Und das bekommen wir jetzt eben in Folge 8. Das fand ich sehr schön, dass da sozusagen ein Schulterschluss mit Folge 1 gemacht wurde. Und ja, und dann kommt es jetzt eben zu dem Treffen von Mbenga, und vor allen Dingen Mbenga steht hier im Mittelpunkt, mit eben dem Botschafter. Und der möchte gerne Mbenga davon überzeugen, dass dieser mit ihm zusammenarbeitet, dass die beiden als Team, also zeigen können der Öffentlichkeit, dass eben ein Kriegsveteran, der ursprünglich mal die Klingonen gehasst hat, jetzt eben aktiv für den Frieden und für die Ideale der Föderation arbeiten kann. Und Mbenga will das aber nicht. Und hier merken wir halt, wie viel Trauma noch in Mbenga drinsteckt, in Chapel auch, aber vor allen Dingen in Mbenga. Und mit diesem Trauma verbunden eben hat sich auch Hass auf die Klingonen. Und diese Folge endet damit, dass wir herausfinden, dass der Schlechter von Jegal, also der Botschafter, gar nicht der Schlechter von Jegal eigentlich ist. Ja, gar nicht der Schlechter von Jegal ist, denn ihm wird halt vorgeworfen, er sei der Schlechter von Jegal, ihm wird gar nicht vorgeworfen, wie ich jetzt gedacht hatte, ursprünglich von der Föderation, weil er so viele Föderationsmänner und Frauen getötet hat, sondern ihm wird das vorgeworfen von den Klingonen, von seiner eigenen Seite, die ihn als Verräter abstempeln und sagen, du hast auf Jegal, als du dich gegen uns entschieden hast und abgehauen bist, ja, und dann geflohen bist zur Föderation, du hast drei deiner klingonischen Kameraden getötet, um zu fliehen. Und das waren eben seine Unteroffiziere. Also er war ja der oberste Militärchef. Und deswegen nennen sie ihn den Schlechter von Jegal, weil er eben seine Kameraden abgeschlachtet hat. Und dann stellt sich aber später heraus, dass gar nicht das der Botschafter war, sondern dass es Mbenga war, der eben als eine Art Spion gearbeitet hat und ja, Missionar vielleicht, kann man es so sagen. Und dass der ursprünglich eigentlich den Botschafter töten wollte, also damals ja den militärischen Anführer der anderen Seite, der Klingonen, und es aber nur geschafft hat, eben diese drei Unteroffiziere zu töten, die ja das gemacht haben, was Klingonen sollen, nämlich mit ihrem Tod, mit ihrem Leben eben und ihrem Tod dann ihren Anführer verteidigt. Also die sind ehrenvoll gestorben. Und
der Botschafter ist abgehauen, also feige abgehauen. Und jetzt bringt Mbenga das zu Ende, so könnte man vielleicht interpretieren, was er angefangen hat im Krieg. Nämlich am Ende kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Mbenga und dem Botschafter und wir sehen aber nicht richtig, was passiert. Also es wird hinter so einer Milchglasscheibe nur gezeigt. Und am Ende ist es aber so, dass der Botschafter tot auf dem Boden liegt mit dem ursprünglichen Messer, mit dem Mbenga die anderen umgebracht hatte. Und dann behauptet Mbenga eben gegenüber Pike, der ja eine Untersuchung machen muss mit Laan zusammen, dass der Botschafter ihn angegriffen hat und er sich nur verteidigt hat. Und das kann so gewesen sein. Aber das wissen wir eben nicht. Meine Interpretation ist, es war nicht so. Ich glaube, Katis Interpretation ist, es war so, glaube ich, war es nicht so. Wir haben da, also das ist schön. Dazwischen. Genau. Es ist halt schön, dass das so vage bleibt, weil man eben sich dann als Zuschauer mit dieser ganzen Geschichte auseinandersetzen muss und inwiefern eben diese Handlung von Mbenga für die Föderationsideale stehen kann oder eben nicht stehen kann. Ja. Und ja. Ich finde das auch, wie gesagt, ich habe jetzt angefangen, diese Staffel nochmal zu schauen. Und ich finde, sie bauen, also ich finde Mbenga einen sehr, sehr interessanten Charakter, weil was mir jetzt aufgefallen ist, sie bauen das ja logischerweise in der ersten Folge mit diesem, wo er sich mit der Chapel da aus dem Raumschiff irgendwie da rausschießen lässt, bevor das explodiert und so. Da gibt es ja schon das Ganze mit diesem Serum, was sie sich spritzen und mit dem Ding, wo sie sich immer das Auge fahren. Und dann gibt es ja den, ich glaube, es ist die vierte Folge dann, wo sie auf diesem Planeten sind, wo der Pike, also yeah, die Kameraden zu Klassen hat. Ja. Genau. Hm. Und wo Mbenga auch sagt, so eine Art, Ärzte lieben es für ihre Kampfskills irgendwie auf Away Missions mitgenommen zu werden. Und sowas in der Art, wo du denkst, ja, es zieht sich eigentlich schon so durch die ganze Staffel schon durch, dass da eindeutig mehr im steckt, dass seine Vergangenheit vielleicht doch düsterer und heftiger ist, als man sich am Anfang weiß man so, ja, okay, er hat im Krieg gedient, dass es sicher hart, aber dass da vielleicht noch mehr dahinter steckt, als man am ersten Blick sieht, und dann kriegt man diese Folge und kriegt diese ganzen Rückblenden auf eben den Mond und auf diese Krankenstation nennen, auf dieses Lazarett dort, wo die ganzen verwundeten Soldaten hinkommen und eben auf Chapel und Banger, die dort versuchen, so viel Leben wie möglich zu retten, und dann doch irgendwie wieder zumindest ein Mbenga in den Krieg gezogen wird und als Soldat wieder an die Front geht, um das irgendwie zu Ende zu bringen. Und ja, ich finde, sie bauen den Charakter sehr gut auf. Deswegen hat es mich auch wirklich interessiert, was passiert mit ihm und was seine Vorgeschichte ist, weil man eben in den ganzen vorherigen Folgen so viele kleine Bits auffasst, aber sich kein ganzes Bild daraus bilden kann. Deswegen fand ich cool, dass man das dann wirklich gesehen hat, was ist passiert und was ist seine Vorgeschichte und wie ging es da eigentlich zu. Ich fand schön, dass diese Folge mal wieder so die Graustufen oder Grauzonen von Figuren oder auch von verschiedenen Parteien einfach gezeigt hat. Das ist, wenn ich als Deep Space Nine-Fan da an so die Konflikte zwischen Romulanern und Bajoranern denke, oder dann während der Serie zwischen auch... Zwischen Cardassianern und Bajoranern und zwischen dann den Klingonen auch von der Föderation, und dann hast du halt Staffeln später, sind die gesamten Parteien wieder durcheinander gewürfelt und plötzlich stehen sich Leute gegenüber, die vorher Feinde waren oder die vorher Freunde waren und so. Und das, finde ich, das schafft diese Folge sehr gut wieder aufzugreifen. Und Kati hat es auch gerade gesagt, diese Folge zeigt dir eben einerseits diese Auswirkungen im Heute und was macht das mit Mbenga zum Beispiel heute, oder was ist auch die Sicht dieses Klingonen auf die Sache, und andererseits hast du eben die direkten Einblicke in das, was geschehen ist, oder eben Ausschnitte von dem, was damals geschehen ist. Und da habe ich mich, muss ich ehrlich sagen, mich fast ein bisschen geärgert, dass das hier keine Doppelfolge geworden ist, weil ich das Gefühl hatte, dass vor allen Dingen das gerade, was dort passiert ist auf Jigal, dass man das natürlich, also man bringt das rein, aber es kann sich, also es weckt zum Beispiel Erinnerungen an sowas von Deep Space Nine, wie da die Belagerung von AR-558, wo sie da gegen die Jem Hadar kämpfen und wo sich die gesamte Folge ja fast nur dort abspielt. Und diese Erinnerung weckt diese Folge zumindest bei mir, und dann hast du aber immer dieses, wir springen jetzt wieder dahin und gucken uns die direkten Auswirkungen an. Und ich glaube, hätte man sich da, und auch, dass das am Ende dann vielleicht so ein bisschen,
dass das so stehen gelassen wird. Also ich finde das auch, wie Britt-Marie gesagt hat, ich finde es gut, dass man das, dass es nicht eindeutig geklärt wird, sondern dass man jetzt eben darüber reden kann oder darüber so abwägen kann, was da jetzt genau passiert ist. Aber so dass im Manga der Schlechter von Jigal ist, dass das so dann nicht weiter jetzt, ich weiß nicht, ob es irgendwann nochmal aufgegriffen werden wird, in den nächsten zwei Folgen ja zumindest nicht, dass das dann so dort stehen gelassen war. Ich hätte mir wirklich gewünscht, diese Folge hätte noch einen zweiten Teil gehabt oder hätte sich für das, was es erzählt worden, das sind ja wirklich düstere, ernste oder auch schwere Thematiken, dass sie sich dafür noch ein bisschen mehr Zeit lassen, als das in 50 Minuten da alles zusammen zu verlegen. Ja, und hätte man vielleicht eine Musical-Folge bekommen. Was hättest du denn in einem zweiten Teil noch gewollt? Man hätte natürlich ein bisschen ausführlicher die beiden Geschichten noch erzählen können, aber die Tatsache, dass wir tatsächlich jetzt nicht mehr über Mbenga erfahren und keine Auflösung haben, das ist ja Stilmittel der ganzen Geschichte. Ja. Es geht ja eben, und das war eben auch, also ich habe mich mit dieser Episode, die lässt mir irgendwie keine Ruhe. Ich finde, dass es nicht die beste Episode in der Staffel ist. Die Geschichte an sich ist jetzt auch nicht irgendwie so super besonders oder so, aber die Grundaussage oder die Grundauseinandersetzung mit den Idealen der Föderation, das ist das, was mir hier keine Ruhe lässt. Weil, und mich immer noch zur Diskussion, wie du jetzt merkst, anregst und irgendwie, weil ich eben mich nicht entscheiden kann. Also man könnte ja auch einfach jetzt ganz fies sagen, dass es eine Folge ist, die propagiert, dass Mbenga eben Blutrache nimmt, völlig getrieben von Hass, zerfressen, entgegen jeglicher Ideale, für die Föderation und die Sternenflotte steht und einfach nur seine ganz persönliche Rache ausübt, ja. Und das wäre ja sozusagen entgegen allem, wofür Star Trek überhaupt steht. Und das ist es ja nicht, meines Erachtens nach. Und das ist aber eine längere Diskussion, die können wir jetzt hier nicht führen. Da hört dann bei Trekgasm rein. Aber es ist eben nicht wichtig, und das war für mich dann der Schlüssel für die Folge tatsächlich. Es ist nicht wichtig, wie diese Folge am Ende ausgeht. Weil ganz viele Fans sagen, es für sie steht und fällt die Aussage dieser Folge oder ob sie sie gut oder schlecht finden damit, wie man eben diese Handlung von Mbenga am Ende interpretiert. Sondern wichtig ist hier die komplette Auseinandersetzung mit Traumata, mit Krieg und wie die Figuren damit umgehen. Und das ist ein Mbenga, das ist auch eine Chapel und das sind auch noch, und das ist eine Ortegas auch, das sind die drei Kriegsveteranen, die hier im Mittelpunkt stehen des Ganzen. Und eben dieses Auseinandersetzung mit dem Trauma, darum geht es eigentlich in erster Linie. Und auf beiden Seiten, also sowohl auf der Föderationsseite als auch zumindest anteilig an der Klingonen, auf der Klingonenseite, weil wir da eben den Botschafter haben, wobei der ja kein typischer Klingone eben in dem Sinne ist. Darum geht diese Folge. Und das ist für mich der Schlüssel gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich sollte mich vielleicht gar nicht so sehr auf dieses Ende fixieren und davon alles abhängig machen, sondern eher darauf, wie Themen abgearbeitet werden, ja, sozusagen. Aber ist ja generell die ganze Staffel schon, ist ja auch also ein Arbeiten an Starfleet an sich, oder? Ich meine, um jetzt Folge 2 hernehmen oder jetzt die Folge, das ist ja auch alles so ein Zeigen, ja, wir haben eine schöne Zukunft, wir haben eine Zukunft erbauen, der vieles besser ist, aber nichts ist perfekt und es gibt immer noch sehr viele Stellen, in denen man arbeitet und die sich ihre eigenen Ideale auch immer wieder hinterfragen, ist es gut so, wie wir es machen, oder den Zuschauer oder die Zuhörer das hinterfragen lässt. Und das finde ich auch sehr spannend in dieser ganzen Staffel an sich. Ich hätte auch, muss ich sagen, jetzt nicht unbedingt noch mehr Inhalt oder noch mehr, weiß ich, Handlungsstränge gebraucht um diese Folge, weil ich finde, die bietet schon sehr viel an, gerade von der Traumataverarbeitung und so. Aber dennoch hätte sie, glaube ich, dadurch, dass du halt immer diese Rückblenden auch mit hast, also entweder eine Folge, die komplett das auf Jigal zeigt und dann darauf folgend direkt, also quasi das Puzzlestück dazu, wie das heute und diese besondere Belastung, wie das dann eben auf das heute wirkt, oder dass man sich da noch das ein oder andere Zeit lenkt. Das kann aber auch einfach eine Wahrnehmung sein, dass das für mich sich manchmal so ausfühlt, als hätte man das hier schon versucht, dann natürlich so viel wie möglich da in diese Folge mit rein. Es war ein bisschen zerstückelt durch diese ganzen
Ich weiß auch nicht genau, ob es die Rückblenden dann, also ob die Folge auch ohne Rückblenden funktioniert hätte. Es waren zu viele Rückblenden. Man hätte 2-3 Rückblenden weniger haben müssen, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen, wie sagt man, weicher oder geschmeidiger gewesen. Aber ich glaube nicht, dass sie ohne Rückblenden funktioniert hätte. Ich glaube, es war wichtig zu sehen, wie es ihnen im Krieg gegangen ist. So ein Kammerspiel halt. Gut, aber das ist ja nichts. Die besten Star Trek-Folgen sind Kammerspiele. Ja, genau, ja, eben. Das meinte ich auch, ja. Also die besten Star Trek-Folgen zumindest. Und die Folge, die hier natürlich immer als Vergleich herangezogen wird, weil das ist die Kriegsfolge schlechthin, ist ja Under the Pale Moonlight von DS9. Ja. Und das war auch, das war jetzt kein reines Kammerspiel, aber es spielte, sehr viel davon spielte eben ausschließlich auf der Station. Aber es hätte sowas wie der undurchschaubare Maritza? Vielleicht so zum in Beispiel die Richtung. Auch, ja, wobei da ist halt die Auseinandersetzung mit dem, in Anführungszeichen, mit dem Feind, ja. Ja, klar, genau. Ja. Aber ja, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine Folge, die erstmal Eindruck hinterlässt und dann auch wieder so ein bisschen, also wie gesagt, diese Abwechslung von, wir gehen es hier ein bisschen locker an und jetzt wird es aber erst nochmal ernster und trotzdem fühlt sich's, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber es fühlt sich ja trotzdem als Serie jetzt nicht immer total random an. Ich finde, die Folgen haben alle, also teilweise sehr harte und wichtige Themen, also wie wir schon hatten, Integration, Migration und Traumabewältigung und Umgang mit dem Tod und so. Aber ich finde das sehr faszinierend an Star Trek und vor allem an Stranger Worlds. Ich schaue diese Folgen, ne, und das sind harte Themen, das sind bewusst und ich beschäftige mit den Themen, dann auch beschäftige mit den Folgen, ich rede mit euch drüber, es geht mir durch den Kopf, aber ich fühle mich danach nie deprimiert oder so. Also ich gehe nie mit einem schlechten Gefühl aus einer Folge raus, wo ich mir denke so, also, das hat mich jetzt erschlagen. Klar, es rattert in mir und es ist gut so, aber sie machen das auf so eine, finde ich, sehr gute Art, dass man danach nicht denkt, so, nö, ich möchte nie das Station World Show, da habe ich eine schlechte Laune danach. Und das ist natürlich der Vorteil an diesem Konzept, das Strange New Worlds fährt. Strange New Worlds hat ja absichtlich gesagt, wir gehen zurück zu dem Folgen der Woche Ding, das wir ja eben aus den ganz alten Star Trek Serien kennen, wie TOS und wie TNG. Und in DS9 hatten wir beides, da hatten wir übergreifende Story Arcs zum Ende der Staffeln hin, aber auch natürlich am Anfang ganz normal diese Stories of the Week. Und der Vorteil daran ist natürlich, dass du eben genau einzelne Geschichten erzählen kannst und damit auch einzelne Genre bedienen kannst. Und das haben ja die Star Trek Macher ganz explizit auch gesagt. Sie möchten gerne mit jeder Folge ein bestimmtes Genre bedienen. Und dann ist eben die eine Folge eine Comedy und die nächste Folge ist eben ein Antikriegsdrama, wie jetzt Under the Cloak of War, und die nächste ist dann eben ein Musical. Das ist einfach so, dass da wirklich ganz, ganz unterschiedlich versucht wird, auch Genres zu bedienen. Und übergreifend hast du aber die Entwicklung der Crew. Das sehen wir ja jetzt hier zum Beispiel an Mbenga Story, die in 1 einen neugierig gemacht hat und jetzt in 4 zum Beispiel einen kleinen Hint bekommen hat und dann jetzt in 8 wieder aufgegriffen wurde, um zu einem Ende geführt zu werden. Und das hast du nicht nur mit Mbenga, das hast du auch mit anderen Figuren. Zum Beispiel auch Spocks Entwicklung, die sich ja durchzieht, oder Uhuras Entwicklung, die sich ja auch schon seit der ersten Staffel durchzieht. Das heißt, das Übergreifende an dieser Season oder auch schon an der ersten Season ist die Entwicklung der Crew. Und die einzelnen Geschichten sind ganz klassische Stories der Woche mit dem Monster der Woche. Und deswegen geht es, ja. Und mit viele sagen, übergreifenden Handlungen zu begonnen, aber an sich, also, ja, es gibt die gleichen Feinde und so weiter. Genau, das ist schon richtig, ja. Aber und für mich funktioniert das. Ich weiß, es gab viele Fans, die sich sehr beschwert haben, dass gerade diese Staffel so sich so zerstückelt angefühlt hätte, weil es so unterschiedliche Dinge waren und irgendwie nicht einheitlich oder harmonischer oder so. Aber für mich ist genau das gerade die absolute Stärke dieser Serie. Ja, man freut sich jede Woche aufs Neue, was kommt, was haben sie gemacht. Und wie du schon sagst, jetzt hatten wir Antikriegsdrama in der nächsten Folge Dress Fashion World auf und was kriegst du? Ein Musical. Also ich meine... Ja, großartig. Die Unterschiede könnten nicht größer sein. Nein, wirklich nicht.
Und ich meine, es ist natürlich auch absichtlich an diese Stelle gelegt worden, weil natürlich. Die halt auch natürlich nach einer sehr seriösen, ernsten, anstrengenden Folge dann wieder was Leichtherziges haben wollen. Der Paul hat das so nett geschrieben, weil die Büsselfolge ist die einzige mit einer 6er Altersfreigabe und die ist so eingebettet zwischen 2 mit der 16er Freigabe. Die liegt ja rum, allein mit 12er Freigabe und dann am Schluss ist es so 16, 6, 16. Und die hat es auch Bauch, glaube ich, dazwischen. Ja. Ja gut, dann lasst uns dahin gehen zu Folge 9. Ich tanze in diese Folge. Ja, sehr gerne. Wir verzichten vielleicht auf Singen, aber... Ja, ist besser für alle. Besser als, Entschuldigung bitte, aber besser als mit Benga singen wir alle. Und auch Pike. Nein, das will ich nicht behaupten. Und auch Pike. Das will ich nicht behaupten. Na gut, aber ja. Aber Pike, weil du es gerade sagst, Pike, ich hatte bei Pike, also er hat nicht so viel, aber Maut, bei dem hatte ich voll, genau, die so ein bisschen Pierre Brosnan Vibes aus Mama Mia. Ja, aus Mama Mia. Ja, oder Dominic Cooper aus Mama Mia, ja. Er macht das Beste aus seiner Stimme, sagen wir so. Absolut. Und ich respektiere alle dafür, dass sie alle selber gesungen haben und dass sie alle dort stehen. Und auch wenn sie es nicht so gut können, ich respektiere sie dafür, dass sie dort hingeschaut haben und diese scheiß Musical-Folge gemacht haben. Also Subspace Rhapsody oder Subraum Rhapsody, ja. Und ich habe ja schon gesagt, wie sie das angekündigt haben auf der Comic-Con, das hätte für mich die größte Enttäuschung und das Beste werden können, weil ich liebe Star Trek und ich liebe Musicals und was gibt's Besseres als ein Star Trek Musical? Und deswegen war meine Fallhöhe, enttäuscht zu werden, auch sehr, sehr hoch, aber ich kann es gleich vorwegnehmen, ich weiß nicht, was ich sogar meine allerliebste Star Trek-Folge jemals ist. Also. Wobei du auch Musical-Fan bist, muss man ja vorwegnehmen. Genau, das wollte ich vielleicht kurz mal nur so ein Yay oder Nay von euch. Musical? Wie steht ihr zu? Ja, Kathi, gut, bei Kathi habe ich es gehört. Ja, ich muss das nicht so viel zu sagen. Also, Musicals sind wundervoll. Ich könnte, ja, es ist typisch Star Trek, sie finden irgendeinen Subspace-Folge oder so, die Hure schickt ein Lied rein, auf einmal sind sie in einem Musical. Punkt. Er muss es auch nicht sagen, glaube ich. Und aber doch mal, eine wichtige Sache muss man erwähnen, sie sind sich bewusst, dass sie in einem Musical sind. Also gesagt, denn das Sache, ist ja normalerweise, das ist es ja genau, was man in Musicals normalerweise nicht hat. Normalerweise sind sich die Figuren nicht bewusst, dass sie in einem Musical sind. Und in diesem Fall wissen sie aber, dass sie in einem Musical sind und das ist auch das allererste Lied, das wir kriegen. Subraum, Anomalie quasi, ganz, ganz großartig, wo sie sich halt fragen, warum singen wir verdammt nochmal? Und das ist so gut. Und das hab ich auch während dem Schauen zu Paul gesagt. Ich finde das so lustig und ich finde das so gut, dass sie sich aware sind, dass sie in einem Musical sind. Das macht so viel Spaß. Und dass sie dann schön langsam wirklich das Konzept Musical ja eigentlich, ich will nicht sagen, auseinandernehmen, aber sich den Tropes eines Musicals sehr bewusst sind. Sie kommen irgendwann drauf, okay, es kommt immer eine Musical-Nummer, wenn wir starke Gefühle haben. So wie in jedem Musical. Immer wenn die Charaktere viel zum Fühlen anfangen, fangen sie zum Singen an. Und irgendwann kommen sie drauf, hey, das ist bei uns auch so. Sobald wir wirklich starke Feelings haben, fällt auf einmal Musik zum Spielen und ich muss singen. Warum, weiß ich nicht, aber es ist so. Und das ist, und auch die Auflösung für alles am Schluss, dass die Auflösung, dass die, das, was diesen Subspace voll wieder schließt im Prinzip, dass die Uhura da drauf kommt, dass es eine Ensemble-Nummer ist. Natürlich, was soll es sonst sein, außer dass alle singen und tanzen. Es ist so wunderschön. Und es hat mich so glücklich gemacht, diese ganze Folge über. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Du hast recht, sie beugen sich den Regeln des Musicals, aber es bleibt trotzdem auch eine Strange New Worlds-Folge. Und das finde ich so lustig, weil die Reaktion von Laan fand ich ganz großartig, als sie dann rauskriegen, sie fangen immer an zu singen, ich fand die Erklärung so schön, sie haben gesagt, wenn die Gefühle so groß sind, dass man sie einfach nicht mehr in Worte fassen kann. Genau. Und diese, ich glaube, das kennen wir alle irgendwie, dann fängst du an zu singen. Und dann dachte ich so, das ist eine großartige Erklärung. Ja. Und Laan, die natürlich Sicherheitsoffizier auf der Enterprise ist, sagt sofort, oh mein Gott, Sicherheitsrisiko, weil in dem Moment verrätst du halt alles, was du irgendwie gar nicht verraten willst. Du stürzt ja dein Innerstes so nach außen. Ja, der Pike so, nö, 5 Minuten später streitet er sich mit der Bordelle auf der Brücke. Ja, es ist ganz großartig. Aber ich fand die Reaktion halt so schön, weil die war halt eine Star Trek-Reaktion, halt so typisch. Oder eine Starfleet-Reaktion, dieses oh mein Gott, nicht ein oh mein Gott, ich muss jetzt singen oder oh mein Gott, ich kann nicht singen oder so, sondern oh mein Gott, Sicherheitsrisiko. Ja. Und ich finde auch, das ich ist auch übrigens die auch Laan in diese, sorry, Paul.
dass sich da keiner auch da zuerst, wie du es gerade gesagt hast, Sorgen macht, oh nein, ich kann gar nicht singen. Das ist auch sehr, sehr schön. Ich finde aber auch, dass es eben, es nutzt diese Musical-Elemente und dann, Kadi, das hast du ja dann so schön beobachtet und dem stimme ich auch zu, dass es dann trotzdem auch so vielleicht das ein oder andere Mal diese Musical-Elemente oder diese Tropes vom Musical unterläuft, in denen zum Beispiel jetzt, wo vielleicht Figuren oder so oft in Musicals so zueinander finden, wo es dann in einer sehr kitschigen Liebesgeschichte endet. Beobachten wir hier in der Folge, dass es bei den Beziehungen, die wir hier präsentiert bekommen, und das bietet sich halt in dieser Folge mehr als an, dass man natürlich hier auf die Figurenbeziehungen schaut, dass das dann nicht immer so rund läuft, im Gegenteil sogar. Das fand ich sehr spannend, weil wir haben ja eigentlich, gibt es ja einen Breakup zwischen Chapel und Spock, also zumindest fällt sie sich halt nicht so geil, wie sie ihr Scholarship bekommt, sagt sie ihm auch nicht, und dann kriegt er das halt irgendwie in einer riesen Nummer in dieser Kantine mit und ist zu Recht dann auch irgendwie gekränkt, und dann gibt es dieses, ich fand das so lustig, dass I'm the X, und das singt er dauernd von mathematischen Formeln, und das fand ich ein super Wortspiel, muss ich nur anmerken, wenn man dieses Lied geschrieben hat, Kudos. Also, wie gerne man das ganze Zeug geschrieben hat, cool, das fand ich echt gut. Und dann haben wir ja auch, was ich vorher sagen wollte, zu Laan, weil sie lässt sich ja einmal, lässt sie sich ja immer noch zu ihren Gefühlen zu Kirk hinreißen, sie singt ja eigentlich nur in ihren eigenen vier Wänden, über auch bis sie die Uhr rausholt, und ist dann so, naja, wenn ich jetzt noch mehr Zeit mit diesem Typen verbringen muss und da irgendwie das Universum mal wieder retten muss, ist es vielleicht nicht so geil, wenn ich ihm dann irgendwann mitten, wenn es wichtig wird, meine Gefühle über Kontrolle habe und zum Singen anfange und ihm meine Liebe oder meine Crush auf ihn gestehe. Und das fand ich auch eine sehr interessante Charakterzug, oder eigentlich passt er zu ihr, zu Laan, dass sie dann wirklich vorm Kirk steht und nicht singen, sondern ihm erklärt mit Worten, also normal gesprochen, was sich da eigentlich alles zutragen hat und wie sie fühlt und was da eigentlich in ihr vor sich geht. Und er dann nur so, ja, also, vielleicht habe ich eine On-Off-Beziehung, vielleicht ist sie schwanger von mir. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Moment in der Folge, weil das so einen Akzent setzt zwischen diesen, hey, wir singen und wir wissen selber nicht, was hier so richtig abgeht, und irgendwie ist es ein bisschen verrückt hier alles, und das setzt so einen, ja, so einen etwas ernsten Akzent einfach in diese Folge, der mir sehr gut gefallen hat, weil es mir dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu kitschig wurde oder ein bisschen zu hey, aber ich wiederum finde, an dieser fand, es war eine ja. verlorene es war eine verlorene Musical-Nummer. Ich hätte sie gerne gesungen gehabt. Ich finde es gut, dass es keine Musical-Nummer war. Ich finde, ja, es war zu lahm. Ich verstehe warum, aber ich nicht. Ja, okay. Ja, also verstehe ich auch. Und, aber ganz ehrlich, also das haben wie wir die Folge geschaut haben, wir wollten es ja alle, und wir kriegen es auch in der letzten Nummer, wie sie die Klingonen hailen. Also. Ja, ihr wisst ja, die Klingonen haben K-Pop gesungen. Ja, es ist wunderschön. Es ist, ich konnte das nicht in Worte fassen. Ich war so glücklich, diese Klingonen da tanzend und singend zu sehen. Und dann auch nur die Reaktion, die ganze Crew hat, die der Pike so hat, so, das ist gerade wirklich was. Wir hatten ja schon die ganze Zeit so gesagt, okay, sehen wir jetzt vielleicht auch dann die Klingonen. Ich hatte im Vorfeld ja schon, weil ich das Ende von der achten Folge so ein bisschen missinterpretiert, weil da kam ja am Ende ist ja noch so ein Alarm aufgeploppt beim Mbenga in der letzten Folge. Und ich habe erst gedacht, okay, sind das jetzt die Gorn? Kommen Nein, die Gorn schon nächste kaputt. Folge? Ja, ach so. Das Medibett war kaputt. Ja. Okay. Das haben wir auch lang und breit geklärt, dass es ein Zustand für Mbengas Seele oder Geistzustand ist und dass er nicht alles reparieren kann. Ich war schon die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit seit Folge 1, seit dem Ende von Folge 1 die Gorn im Kopf habe. Ich so, komm jetzt die Gorn? Aber nächste Folge ist doch die Musical-Folge. Singen die Gorn? Was ist, also ich war dann schon, und ich sag mal so, ich war dann eigentlich auch ganz froh, dass die Klingonen nur so ganz kurz waren, weil es war ein schöner Witz, aber ich glaube, vielen ZuschauerInnen ist das nicht so, hat das aber nicht so gefallen. Aber es war toll, es war wunderbar, ich bin so froh, wie das passiert ist. Ich habe schon die Hoffnung fast aufgeben gehabt, und dann singt der Pike, ja, hey, die Klingonen. Ich fand's, ja.
Ich fand es da eher schön, dass sie dann nicht dieses, dass sie da, also dass sie dann ausgerechnet K-Pop gewählt naja, haben weil halt und Klingon. Eben nicht so in die, ja genau, aber nicht jetzt irgendwie so in die Metal-Richtung. Nein, gegangen, aber was ja es tatsächlich Klingonen gab, ist, es gibt, die haben zwei Szenen mit den Klingonen gedreht. Es gibt diese Szene, wo sie sich aktiv für eine Boyband-Variante entschieden haben. Sie sagen auch selbst, sie wollten also die Klingonen als Boyband haben. Und so lustig. Es gibt aber auch eine Szene, da haben sie das gedreht, was ich erwartet hätte, nämlich klingonische Oper. Denn das ist oh, ja das, was Worf, oh, was Worf ja immer schön hört. Also Worf hört ja immer klingonische Oper und ich hatte also damit gerechnet, oh ja, wir stimmt kriegen die eben als Opernsänger. Und es gibt eben diese beiden Szenen und am Ende haben sie dann eben sich die Szenen angeguckt und haben sich dann aktiv für die Boyband-Szene entschieden, haben, weil sie haben gesagt die haben, anderen irgendwo das sehen passt besser. Nein, aber ich hoffe inständig, dass sie auf die Blu-ray packen als extra Material. Oh ja. Aber es gibt sie, aber es ist noch nirgendwo irgendwie veröffentlicht. Also bisher haben okay die nur die Macher gesehen, die diese Folge gedreht haben. Aber ich finde es schön, dass wir das als Info bekommen. Ich glaube, das wird irgendwann mal auf jeden Fall aufpoppen. Und das ist das eine. Und das zweite, was ich ergänzen wollte, die beiden, die Lieder geschrieben haben, also Lieder und Texte, waren Kay Henley und Tom Pulse. Das sind zwei Musiker aus der Band Letters to Cleo. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die waren in den 90ern sehr, sehr bekannt. Die sind auch jetzt noch bekannt, aber vor allen Dingen in den 90ern. Und ich kannte sie tatsächlich von einem Song nur, von einem Riesenhit. Die hatten nämlich auch einen Song auf dem Soundtrack von 10 Dinge, die ich an dir hasse, dem Film. Und da gibt es diesen Song I Want You to Want Me. Ich weiß nicht, ob bei euch, der war so ein bisschen I punkmäßig. Want you genau, das ist Letters to Cleo. Ja, genau. Okay. Das ist so, das und die das beiden kennst, und die zwei Musiker haben das alles geschrieben. Ah, okay, und okay da muss ich auch echt sagen, Hut ab, was jetzt die Ohrwurmqualität der Lieder angeht, das ist eine andere Diskussion. Da waren für mich tatsächlich nur zwei Songs dabei, die mich so richtig vom Hocker gerissen haben. Mittlerweile habe ich mir den Soundtrack schön gehört. Ich habe den so oft gehört, dass ich die alle großartig finde. Aber ich erinnere mich daran, dass ich nach dem ersten Schauen nur zwei Songs im Kopf hatte, die mir hängen geblieben sind. Aber wo ich echt den Hut ziehe, alle Hüte, sind die Texte. Weil man muss es erstmal schaffen, dieses Techno-Bubble wirklich mit, und zwar vor allen Dingen im ersten Song, so von wegen Station geprüft, Dings geprüft, das angeschlossen, das in einen Songtext zu packen und den auch noch reimen zu lassen. Wo ich dachte, oh mein Gott, ich will nicht wissen, wie viele Stunden die über diesen Lyrics irgendwie gesessen haben. Also da muss ich echt sagen, ganz, ganz toll. Mir sind im Ohr geblieben tatsächlich nach dem ersten Schauen We Are Connected, glaube ich, ist es der Song, den Uhura singt. Genau, ja, ja. Und, ja, der auch, ja. Und tatsächlich auch Laans Song. Ah ja, bei mir okay waren es I'm the Ex, also den, was Spock singt. Ja. Und weil ich den, wie gesagt, ich finde das so lustig, dass er davon ja, hat die magische ja Formel und dann ich finde, Text, das ist fand ich sehr ein lustig Geniestreich, ja, dieser Text. Ja, ist absolut. So toll. Gerade und, für Spock, ja. Und ja, und auch, was kann ich das heißt von Uhura? Von Chapel? Also von Uhura. Okay, ja. I'm Ready von Chapel ist auch ein sehr, sehr guter Song. Man merkt deutlich, wer in dieser Folge Gesangsvorerfahrung hat und wer nicht. Wobei ich dazu sagen muss, dass auch Stimmen dabei waren, von denen ich deutlich mehr erwartet hätte und die ein bisschen schwach auf der Brust waren. Also ich war dann ein bisschen enttäuscht. Und dann waren aber auch wieder Leute dabei, von denen ich überhaupt nichts erwartet hätte und die plötzlich mit einem wunderbaren, wie sagt es Una so schön, mit einem überraschend schönen Bariton da auf der Matte standen. Wo ich dachte, okay, wow. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich respektiere sie alle dafür, dass sie sich dort hingestellt haben und selber gesungen haben. Dafür haben sie ja alle bei den größten ja Respekt. Also das man so sieht, man merkt schon, Pelia und Mbenga, also die beiden Schauspieler jeweils, die man merkt schon, dass die sehr, sehr wenig zu singen kriegen. Die haben, glaube ich, vielleicht zwei Zeilen oder so insgesamt gesungen. Beziehungsweise Pelia auch nur im Chor mit den anderen. Das wird schon seinen Grund haben, sag ich. Ja, das wäre ich. Aber ich finde, was man denen halt auch allen ansieht, dass die auch einfach Bock drauf ja hat, definitiv mal sowas zu machen. Weil, also ich hatte wirklich das Gefühl, die haben alle jetzt hier, komm, jetzt drehen wir hier frei und machen das, was ja auch das Schöne an diesen Musical oder an diesen Liedern ist, dass sie so das eine Lied erinnert mal ein bisschen so fast an Singing in the Rain, wenn hier Kirk und Number ja One da durch den Gang tänzeln. Ja gut, das ist natürlich absichtlich an Gilbert und Sullivan angelehnt, weil ja Number One ein riesengroßer Fan ist von Gilbert und Sullivan. Das sind in Großbritannien sowas ähnliches wie in USA Rodgers und Hammerstein. Also so ah, die okay die
die, also mit die ersten, die bekannt waren dafür, eben so Musical in der Art und Weise, wie man sie heute kennt, zu schreiben und zu drehen. Und das, die haben unter anderem die Piraten von Penzance geschrieben, was ja ein, in Großbritannien eines der, ich glaube, meistgespielten Musicals ever ist. Und angelehnt an diesen Musical-Stil ist eben auch dieses Duett von Una Kirk. Okay. Deswegen hattest du dieses Feeling, das, wo du sagst jetzt eben, Singing in the Rain, das ist ja genau diese Art von 40er, 30er, 20er, 30er, 40er Musical eben. Genau, ja. Ja, ja. Ja, dann, also ich muss sagen, die Gesangsstimme von Ethan Peck hat mich, ich weiß nicht, hat einer von euch den Cyrano gesehen, der Nein, habe ich nicht gesehen. Mit Peter Dinklage. Ich habe ihn nur Ethan gesehen Peck. weil Ethan Peck hat nämlich auch, da hat er aber nicht gesungen, aber da er hat übrigens auch, apropos, jetzt wird ein Kreis draus, der hat in der Serienadaption von 10 Dinge, die ich an dir hasse, das Love Interest von der Hauptrolle gespielt. Aber egal, ja. Aber nein, ich wollte sagen, dass Ethan Peck mit seiner Gesangsstimme zum Verwechseln ähnlich klingt wie Peter Dinklage, wenn er da in Cyrano irgendwie das singt, weil ich habe diesen Soundtrack oder ein, zwei Lieder aus dem Film und dann, es klingt so ähnlich, diese beiden Stimmen. Und dann natürlich dieses We Are Connected von Uhura, das hatte, also sie hatte da fast, also ich bin ja jetzt wirklich kein Disney-Fan, aber das hatte so das Lied von so einer Disney-Prinzessin oder von so einem. Ja, also sie hatte natürlich den großen Diva-Moment, wobei es waren ja auch Gitarre drin. Da muss man sagen, und zwar Celia Rose Gooding hat ja die kommt vom Musical-Theater tatsächlich, die war Teil des Originalcasts von Jack Little Pill, des Musicbox-Musicals von Alanis Morissette, mit den Alanis Morissette-Songs. Und dieser Originalcast hat für diese Adaption des Musicals ja auch einen Grammy gewonnen. Das heißt, sie ist Grammy-Gewinnerin für ein Musical. Und das merkt man halt auch ganz deutlich an ihrer Stimme. Also, und deswegen hat sie auch den Diva-Moment bekommen, weil sie halt die Stimme hat. Mhm. Ja, also absolut. Und ich finde auch, also wie gesagt, ich so am Ende des letzten Casts so ein bisschen angemerkt, also ich kann als kleiner Uhura-Fan hier in dieser Staffelhälfte wirklich nicht meckern, denn das war ja auch quasi eine Uhura-Folge. Stimmt, weil ich meine Ortegas-Folge habe ich immer noch nicht bekommen. Außer, my name is Ortegas and I fly the ship. My name is Ortegas and I fly the ship. Genau, und mehr hat sie auch in dieser Folge nicht zu singen bekommen. Lustigerweise hat tatsächlich die Schauspielerin von Ortegas auch als eine der wenigen Darstellerin aus der Crew einen Musical-Hintergrund. Oh, das meint man gar nicht. Also sie kriegt nur irgendwie eine Zeile zwei, die sie singt, aber sie kommt auch vom Musical. Ja. Deswegen ist es eigentlich, dass wir die Strange New World, die Musical-Folge bekommen haben, nicht ein Discovery, weil da die gefühlt die Hälfte der Schauspielerin, Schauspieler, Musical. Das wollte ich nämlich erwähnen. Das ist das große, meine große, große Enttäuschung, dass ich nicht Wilson Cruz und Anthony Rapps in einem super mega Duett bekommen habe. Das ist nämlich das, was ich wirklich, wirklich wollte. Das kann ich gar nicht sagen, wie ich das fühle. Ja, die Crew, die für mich am besten geeignet war für eine Musical-Episode, ist immer noch, Strange New Worlds Crew, immer noch die Discovery Crew. Ja, absolut. Ist wirklich, ich finde, ein Riesenverlust und wir werden da auch keine Musical-Folge mehr kriegen, weil jetzt ist die fünfte Staffel ist quasi abgedreht, aber da bin ich echt traurig drum. Also ich bin riesiger Rant-Fan und habe Anthony Rapp auch das erste Mal gesehen und hat er seinen großen Durchbruch, ja. Genau. Und wie er dann in Star Trek Discovery eben doch eine der Hauptrollen übernommen hat, war ich mehr glücklich. Und seitdem warte ich eigentlich, oder wie ich auch herausgefunden habe, wie viele Leute in dieser Crew eigentlich Musical-Ausbildung oder Erfahrung haben. Seitdem warte ich eigentlich auf eine Discovery-Musical-Folge. Und ich meine, ich bin mega happy mit der Strange New Worlds-Musical-Folge. Ich will das gar, also das war wunderschön. Ich liebe diese Folge. Es war auf so vielen Ebenen einfach nur toll und genial, aber es ist eine verlorene Chance, das auf der Discovery zu machen. Seien wir mal, also es passt halt auch besser in die Folgenstruktur von Strange New Worlds. Das stimmt. Es passt auch vibe-mäßig mehr in Strange New Worlds. Allein schon in Strange New Worlds ist es ja wirklich, zumindest was ich mitbekomme, eine Hit-or-Miss-Folge. Weil, also ich kenne auch viel. Ja, weil es halt auch Leute gibt, die Musicals an sich nicht leiden können. Ja, wobei ich dazu sagen muss, Menschen. Ich muss dazu sagen, nach dem ersten Schauen war ich tatsächlich etwas enttäuscht. Mittlerweile bin ich sehr, sehr viel begeisterter als nach dem ersten Gucken. Aber das hing damit zusammen, dass ich tatsächlich ein bisschen
unterwältigt war. Ich hatte mir mehr Over-the-top-Musical erwartet. Mehr Tanznummern, mehr, also mit Kostümen können sie ja nicht viel machen, weil die haben halt die Uniform, aber irgendwie mehr, bisschen schnulziger, bisschen mehr Tanznummern, bisschen mehr Jazzhands und so. Ich habe mir also mehr erwartet. Und sie haben sich aber aktiv dafür entschieden, sie haben sich aktiv dazu entschieden, das wirklich sehr, sehr spartanisch zu gestalten. Sie nutzen zwar auch Dinge aus, also wir haben zum Beispiel auch einen ganz großartigen im finalen Ensemble-Moment, einen ganz großartigen Moment, wo Redshirts den Gang runter tanzen in Formation. Ja, also das gibt es ja auch alles. Es gibt ja auch Choreografien im weitesten Sinne dazu und so weiter. Noch viel großartiger die Schiffe, die dann auch in Formation tanzen. Stimmt, genau. Ja. Das war mein großes Highlight und das ist was, wo ich mir sage, ich hätte mir gewünscht, also erstens hätte ich mir mehr gewünscht, wobei das ist eben eine Frage. Musical ist ein Stichwort unter dem Obermantel-Musical. Hast du eine so große Variation von eben ganz simplen, einfachen Inszenierungen bis hin zu völlig komplett over the top und jeder erwartet was anderes, wenn er Musical hört. Und deswegen funktioniert es hier eben auch, ich glaube, sie haben sich halt aktiv auch dafür entschieden zu sagen, sie machen es nicht komplett over the top, sondern sehr spartanisch zurückgeschraubt auf die Crew und auf die Beziehungen, weil sie sagen, es soll weiterhin eine Strange New Worlds Folge sein, die zwar ein Musical ist, aber es soll kein Musical sein. Weißt du, was ich meine? Also es soll immer noch eine Star Trek-Folge bleiben. Und ich glaube, das holt halt einfach die Majorität der Zuschauer ab, die sagen, ja, bin jetzt kein großer Musical-Fan, aber hasse es auch nicht. Und ich glaube, für diese große Schnittmenge ist die so inszeniert worden. Und für uns, ich sag jetzt mal Kathi und mich, dich weiß ich nicht so, Paul, aber Kathi und mich auf jeden Fall, die ja einfach Musicals lieben und zwar in aller Art und Weise, war es vielleicht dann nicht genug. Also zumindest für mich. Ja, und jetzt im Nachhinein aber finde ich es toll. Ja, aber ich glaub, ich beim war einfach, Gucken war es so ein bisschen so. Oh. Ich war einfach so happy, glaube ich, dass das wirklich passiert. Dass ich, wie gesagt, meine Fallhöhe war, glaube ich, hoch, weil ich halt doch sehr viel erwartet habe. Aber sobald die damit angefangen haben, war ich so glücklich, dass das funktioniert. Und dann bei den Klingonen, also wenn sie mich bis dahin nicht gehabt hätten, spätestens bei den Klingonen hätten sie mich sowas, also sie hat mich davor auch schon die ganze Folge, ich will nicht leugnen, aber spätestens bei den Klingonen hätten sie mich sowas von gehabt. Und ich verstehe, was du meinst, aber die hat einfach nur, das war einfach nur gute Laune, das hat Spaß gemacht. Und ich fand es, wie gesagt, auch cool, dass sie mit so ein paar Musical-Tropes auch gebrochen haben, dass nicht jeder sein Happy End bekommt, obwohl es ein Musical ist. Und es ist natürlich tatsächlich in der Entwicklung der Figuren ist diese Folge enorm wichtig, weil hier ganz entscheidende Schritte gemacht worden sind für die Charaktere. Und deswegen kann man diese Folge auch nicht einfach rauslassen oder so, weil ich glaube, wenn man diese Folge nicht gesehen hat und dann von 8 zu 10 zum Beispiel direkt springen würde, dann fehlen einfach wirklich ganz wichtige Entwicklungen der Charaktere. Ja, vor allem die Entwicklungsstücke halt fehlt einfach. Ja, also genau. Auch, genau. Also bei den verschiedensten sicherlich ja. Noch den kleinen Fun-Fact, wer sich hinter dem einen Klingon verbirgt vielleicht? Ja, natürlich. Also hinter dem Captain der Klingon verbirgt sich natürlich der Schauspieler, der ursprünglich Hammer gespielt hat. Das ist so schön, ich mag das. Das ist so süß. Und er hat uns also doch nicht getrollt, weil am Anfang der Staffel hat er noch gesagt, er wird auf jeden Fall in Staffel 2 vorkommen, aber in einer Form, in der wir ihn nicht erkennen. Und dann kam er ja aber doch in Lost in Translation als Hammer vor. Und da habe ich ja noch gesagt, oh, ich hoffe, also vielleicht hat er uns ja einfach getrollt und hat nur behauptet, wir erkennen ihn nicht. Und in Wirklichkeit kommt er als Hammer, weißt du, so nach dem Motto. Und nein, er war jetzt hier tatsächlich der Captain der Klingonen und ich habe ihn nicht erkannt. Also er hat mich am Ende nicht aufgelöst. Und ich fand, er hatte eine erstaunlich gute Stimme. Ich dachte so, schade eigentlich, dass Hammer nicht aktiv bei der Crew noch dabei war, weil der hätte, glaube ich, auch echt so einen Song reißen können. Und das war sehr schön. Und was ich zum Beispiel, ich fand, ja, natürlich hat Star Trek ein Risiko eingegangen damit, dass sie eine Musical-Folge machen. Wobei mittlerweile ja einige Serien Musical-Folgen hatten. Es ist jetzt nicht so, dass das so ungewöhnlich ist. Aber für Star Trek ist es tatsächlich die erste. Nichtsdestotrotz finde ich, oder hätte ich mir gewünscht, dass sie noch mehr kreatives Risiko eingehen. Zum Beispiel diese kurze Szene, wo die Schiffe miteinander getanzt haben in Formation. Sowas hätte ich mir noch mehr gewünscht. Noch kreativer. Noch mehr über die Tanzen übergehen. CGI kosten muss, Schiffe tanzen zu lassen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich meinte so in der Art und Weise. Ja. Aber es waren sehr, sehr viele schöne Dinge auch noch zusätzlich in dieser Episode, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Also da war noch einiges drin. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Den Soundtrack gibt's auf allen digitalen Plattformen, wenn man die sich anhören möchte. Ja, mittlerweile. Ich wollte nach der Folge gleich hören und dann gab's ihn noch nicht und dann ein paar Tage später
damals einen Tag oben. Später, ja. Ja, das war ja, ja, ja. Aber ich bin jedenfalls gespannt. Ich weiß nicht, habt ihr die schon aufgenommen, Britt-Marie? Habt ihr ja, schon ja, haben wir schon aufgenommen. Und wie gesagt, es kommt alles. Ich schneide mir die Finger. Ja, ja, klar. Ja, da glaube, haben wir auch 3 Stunden drüber geredet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist so schweißtreibend, aber schön. Weil man alleine über die Lieder an sich und auch wie die Lieder vielleicht verteilt sind oder wie was die Lieder jetzt, also ich finde auch so schön, wie die ja teilweise aufeinander aufbauen oder sich teilweise kontrastieren. Mhm. Also da steckt ja auch was dahinter. Also allein darüber kann man, also über die einzelnen Lieder an sich kann man ja schon. Und das, was wir da erkannt haben, haben wir auch besprochen, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn jemand dabei gewesen wäre bei uns in der Besprechung und es war halt jetzt keiner, der wirklich richtig krass Musik spielt und Noten schreiben kann und sowas, der hätte wahrscheinlich da ganz viel zu den verschiedenen Themen, die auch und wie die ineinander greifen, noch sagen können. Wir haben halt das rausgepickt, was wir selbst erkannt haben, wie zum Beispiel die Tatsache, dass I'm the X von der Melodie her auf I'm Ready aufbaut. Also das hat man gehört. Genau. Das habe auch ich als Laie gehört. Aber solche Dinge haben wir schon besprochen. Aber ich glaube, da steckt noch viel mehr drin, was wir einfach gar nicht erkennen, weil wir gar nicht so Vollblutmusiker sind, weißt du? Also das finde ich doch sehr, sehr oder? Spannend. Ja. Übrigens, hier so möchte ich schön. Empfehlen, ja, sehr, sehr, sehr toll. Was ich hier noch empfehlen möchte für alle, die sagen, Mensch, jetzt habt ihr so geschwärmt, ich möchte ein bisschen mehr drüber wissen und nicht nur die Folge an sich sehen. Es gibt ja begleitend zu Strange New Worlds auch immer den Ready Room, den man über StarTrek.com sich angucken kann und auch über YouTube und Instagram und Facebook und was nicht alles, aber da ist eigentlich auf der Homepage das immer einsehbar und da wird immer so eine Art, ja, Aftershow im Grunde und mit Interviews und so weiter präsentiert und da sind eben auch für diese Folge da ist Celia Rose Gooding ist interviewt worden und beziehungsweise Christina Chong, die also Laan und so weiter und die haben halt darüber geredet, wie es war, das aufzunehmen und zu machen und zu tun. Und da wurde ganz, ganz viel auch über den Hintergrund erzählt, zum Beispiel eben auch, wie engagiert die Crew war, weil die halt auch zum Beispiel freiwillig ihre private Zeit dran gegeben haben, um die Choreografien am Wochenende zu üben. Oh. Und solche Geschichten. Also da wurde ganz, ganz viel über den Hintergrund noch erzählt. Die kann ich begleitend empfehlen. Ja. Da gibt's auch, ich weiß nicht, ob das Ready Room war, ich glaube, es wird auf Insta gesehen, da gibt's auch sehr, sehr süße Interviews mit Jonathan Frakes und den Schauspielern von Bäumler und der Merit. Ja, das war auch Ready Room, ja, auch sehr toll. Okay, ja, die sind auch sehr herzlich. Das war der Ready Room zu eben dieser Folge, also jeweils nach der Folge kommt einer. Ja, genau. Aber ich finde es schön, dann zu hören, dass sie wirklich alle mit so, wie der Paul schon gemeint hat, Herz mit dabei sind, man ihnen sieht, dass ihnen das Spaß gemacht hat, auch in den, also ich habe so ein paar Behind-the-Scenes-Footage halt auf Insta oder so gesehen und da hat wirklich ausgeschaut, als hätten die Spaß dabei gehabt, diese absolut absurde Folge zu drehen und das finde ich sehr schön. Ja, und ich meine, der Vorteil war natürlich, diese Musical-Folge war 6 Monate in Vorbereitung tatsächlich, bevor sie dann gedreht wurde. Und Alter. Es war so lange in Vorbereitung, weil diese Musical-Folge den Schauspielern auf den Leib geschrieben wurde und damit auch den Fähigkeiten der Schauspieler. Ja. Das heißt, 6 Monate bevor alles losgegangen ist und war der Choreograf da und die beiden, die Songs geschrieben haben, waren da. Die haben sich dann die Schauspieler einzeln vorgeladen und haben gesagt, so, jetzt sing mal eine Runde und tanz mal eine Runde. Und dann wussten sie, okay, das sind die Fähigkeiten, die da sind. Und daraufhin haben sie geschrieben. Ja, also es war nicht so, dass Material da war und dann sind da Schauspieler drauf aufs Material gesetzt worden, sondern es war genau andersrum, was eben auch dazu führt, dass ein Anson Mount das dann auch irgendwie hinkriegt. Der übrigens auch sehr süß war im Interview und meinte, aber ich kann doch gar nicht singen. Ich kriege schon irgendwie hin. Ja, aber was ist so, das kriegen wir schon hin. Und als dann die Songs kamen, hat er noch gesagt, und dann kommen die an und geben uns die Songs, dann ist das ein freaking ganzes Album. Ich hab da gesessen, ich hab gesagt, literweise habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Das geht doch gar nicht. Also der war richtig niedlich, weil du, der hat halt im Interview das natürlich ein bisschen hochgedreht für die Kamera, aber du hast halt echt gemerkt, der war kurz richtig panisch. Alle so, Aber das ist doch auch Star Trek, oder? Dass da wer von der Aufgabe steht und sagt, das geht nicht und das sagt alleine, nö, das schaffen wir schon. Das ist doch Star Trek, oder? Ja, ja. Das Allergeilste natürlich, als noch eine kleine Hintergrundanekdote und dann lasse ich euch auch in Ruhe, aber das war so eine tolle alles Anekdote gut, dazu. Bitte. Und zwar, das war auch im Ready Room eine Anekdote und wäre das in der Realität gewesen, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Also, aber Henry Alonso Myers hat eben erzählt, dass
dieser Gedanke von der Musical-Folge, der geht ja schon viel, viel länger durch Star Trek-Fandom. Selbst in TNG haben sie überlegt, ob sie mal eine Musical-Folge machen. Da waren es vor allen Dingen Jonathan Frakes und Brent Spiner, die beiden Musical-Guys waren in der Crew. Aber der Rest war halt doch nicht so begabt. Also, und da haben sie sich dann dagegen entschieden. Und in Picard, ja, hat dann eben, haben sie auch überlegt, ob sie eine Musical-Folge machen. Und da waren... Was sie doch nicht gemacht haben. Ja, pass auf, da war Akiva Goldsman und Michael Chabon waren im Gespräch. Michael Chabon war ja der Showrunner von Staffel 1. Und dann meinte Michael Chabon, als sie so ein bisschen darüber philosophiert haben, was sie denn machen können, meinte dann so in einem Nebensatz so, ach übrigens, ich kenne Lin-Manuel Miranda. Und Akiva Goldsman so, oh mein Gott. Ich auch so, oh mein Gott. Lin-Manuel Miranda für Star Trek ein Musical geschrieben, ich wäre sofort auf der Stelle gestorben. Ja, nicht nur du, ich auch. Ich glaube, ich war da schon. Ich habe alle meine Freunde, die nichts mit Star Trek und Musicals anfangen können. Ich habe meinen ganzen Freundeskreis vollgeladen, wie sehr ich mich auf diese Folge freue. Wenn Lin-Manuel Miranda zu die Musik geschrieben hätte, die hätten ja gar nie wieder in meinem Leben Ruhe von mir gehabt. Ich hätte... Also, der hätte mich vom Boden kratzen können nach der News, Alter, wenn mich so gefreut hätte. Ja, ja. Und, also das, und dann also wer es nicht weiß, Lin-Manuel Miranda hat verschiedene Dinge sehr erfolgreich geschrieben, aber am erfolgreichsten, glaube ich, Hamilton. Hamilton, ja. Und aber auch In the Heights war sein großer Durchbruch und hat ganz und viel auch Tick-Tick-Boom geschrieben. Und Tick-Tick-Boom dann. Ja, also genau. Und aber auch für Disney zum Beispiel Ariel Meerjungfrau und Moana und sowas, die Songs genau. Und so. Naja, und auf jeden Fall hat dann aber Shem eben gesagt, ja, er kennt halt Lin-Manuel Miranda. Und dann hat Akiva Goldsman gesagt, ja, dann sofort anrufen und so. Und natürlich. Dann haben sie einen Moment gewartet und dann und hat er gefragt, und? Und dann meinte aber Michael Shem leider, ja, er hat leider nicht zurückgerufen. So. Und damit war die Geschichte für Picard erledigt und gestorben. Damit gab es keine Musical-Episode. Und dann wurde eben diese Diskussion mit der Musical-Episode wieder aufgenommen in Strange New Worlds. Und da war es dann so, dass sie gesagt haben, so und jetzt ziehen wir das durch. Und das hing auch in erster Linie damit zusammen, dass sie nämlich in der Crew, also im Writers Room, hatten sie einen Menschen, nämlich Bill Wolkoff, der am Drehbuch aktiv mitgeschrieben hat, der schon mehrere Musical-Folgen für andere Serien geschrieben hat. Der hat mehrere Musical-Episoden in The Magicians geschrieben und der hat auch eine Musical-Episode in Ugly Betty gemacht. Magicians auch, habe ich eine ganz komische Beziehung zu dieser Serie, weil es eigentlich die ersten drei Staffeln sind sehr, sehr gut. Auf jeden Fall hat er da mehrere Musical-Episoden schon inszeniert und dann haben sie gesagt, wenn wir jetzt schon hier jemanden im Writers Room haben, der wirklich weiß, wie man so eine Musical-Folge schreibt und was man beachten muss dabei, dann wären wir ja blöd, wenn wir das nicht ausnutzen. Ja, ja, absolut. Und dann haben sie gesagt, gut, dann machen wir das. Und dann haben sie sich zusätzlich noch als Regisseur Dermot Downes geholt, der ebenfalls schon Musicals-Episoden gemacht hat. Zum einen hat Dermot Downes selber für Disney lange gearbeitet, hat also sowieso mit so Disney-Soundtrack und Musik und so viel am Hut. Er hat Musikvideos inszeniert und aber er hat auch die Musical-Episode für The Flash gemacht, in dem Crossover mit Supergirl, Duets, diese ganz bekannte Musical-Episode von The Flash, die wirklich auch sehr, sehr gut war. Und dann haben sie gesagt, okay, gut, jetzt haben wir einen Regisseur, der quasi Ahnung hat, wir haben einen Writer, der Ahnung hat. Jetzt wären wir wirklich blöd, es nicht no zu machen. Pressure, dann no haben pressure, no pressure, aber es hängt an euch. Genau, genau. Und aber diese Anekdote mit, ja, ich kenne Lin-Manuel Miranda und ich habe hier gesessen und ich bin echt, ich dachte, oh mein Gott, wenn der für Star Trek geschrieben hätte. Aber wenn man jetzt rückblickend schaut, das muss zu einem Zeitpunkt gewesen sein, als Chabon ihn quasi angehauen hat, als er mit In the Heights beschäftigt war. Ja, wir haben den ja als Film gedreht. Ja, ja. Und da kann ich natürlich verstehen, dass er gesagt hat, okay, ich habe andere Prioritäten. Ja, ja, da hat er hat er Tick-Tick-Boom auch noch gemacht davor. Ja, genau, genau. Und dann kam ja auch schon gleich Disney. Genau, genau. Ja, ja. Genau. Ja. Also das noch als kleine Endanekdote. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich wollte eure Euphorie jetzt hier keinen Riegel vorschieben. Wir haben ein bisschen gefangirlt gerade. Sorry, im Notfall schneidest du die Anekdote raus, aber das waren ja nur 10 Minuten. Ich würde nämlich jetzt einfach mal das Ruder nehmen und zum Staffelfinale kommen. Das da heißt Hegemonie. Dann kommt endlich das, was wir in Folge 1 angeteasert haben bekommen und was ich schon in Folge 9 verortet hatte und dann doch keine singende Gorn bekommen habe. Aber hier... Ich muss heute noch mal ein bisschen fangirlig, ich will nur vorwarnen. In Folge 10 haben wir die Gorn bekommen und das auch, wie ich finde, wieder auf eine sehr angenehme Art und Weise, nämlich, also in Anführungszeichen angenehme Art und Weise, wie wir sie auch in Staffel 1 schon hatten, nämlich nicht überstrapaziert eingesetzt, sondern wieder als die Bedrohung, die sehr, sehr präsent ist, aber doch irgendwie nur sehr selten
oder ans Tageslicht oder eben ins Dunkle tritt. Mag einer noch mal kurz sagen, worum es jetzt im Staffelfinale geht? Sie sind auf Parnassus Beta, wo eine Kolonie eingerichtet wird. Da befindet sich Betel mit ihrem Schiff, mit der Cayuga, und da helfen sie halt, diese Kolonie einzurichten. Sie impfen und Technik und so ein Kram, genau. Und die Chapel ist ebenfalls dabei, weil sie die Impfung durchführt. Aber die Enterprise ist eigentlich nicht dort, sondern die ist ein bisschen weiter weg, aber die unterhalten sich natürlich mit denen so. Und dann haben wir einen wunderschönen Anfang, der, ich glaube, alle 50er Jahre Alien B-Movies zitiert, die es da draußen gibt, weil nämlich dann die Kommunikation unterbrochen wird und sie sich fragen, Moment, was ist hier los? Dann stürzt ein Starfleet Shuttle ab und sie sagen schon, oh mein Gott, war das eines von unseren Schiffen? Und dann plötzlich erscheint am Himmel ein riesengroßes Alien-Raumschiff, auch noch so mit Nebel drumherum. Also so wirklich richtig wie diese 50er Jahre Alien fressen unser Gehirn-Filme. Und die ganze Kolonie ist bei den ganzen, Gorn nicht so weit weg. Die rennt halt weg. Und dann sehen sie halt, es ist ein Gorn-Schiff. Und ja, offensichtlich also überfallen die Gorn diese Kolonie. Und die Enterprise kriegt davon eben Wind. Also die Cayuga und Betel senden ein Notsignal, also die Gorn greifen uns an, Hilfe, und dann macht sich die Enterprise auf den Weg. Aber das Problem ist, dass die Föderation bzw. Starfleet und die Gorn eigentlich einen Friedensvertrag haben, beziehungsweise ein, wie sagt man so schön, also so ein Waffenstillstand im Grunde. Und dass eben Admiral April sagt, du darfst zwar hinfliegen und darfst dir das angucken, aber du darfst um Gottes Willen nicht eingreifen. Wir möchten die Gorn nicht, dass die Gorn wir einen Krieg auslösen mit den Gorn. Eigentlich kein Föderationsgebiet oder kein Föderationsplanet, auf dem sie dort war. Das heißt, theoretisch dürften sie gar nicht eingreifen. Sie sind außerhalb des Föderationsgebietes, gerade so eben, genau richtig. Und deswegen dürfen sie nicht eingreifen. Und Admiral April sagt halt auch, und greif auch nicht ein. Ich weiß, Marie, also Captain Betel, mit dem ja Pike in der Beziehung ist, ist wichtig für dich. Aber hier ist jetzt echt deine Pflicht als Starfleet-Mitarbeiter wichtiger. Und naja, und dann fliegen sie da eben hin und stellen halt fest, dass die Gorn tatsächlich den Planeten überfallen haben. Und wir wissen ja von den Gorn aus der ersten Staffel, dass die ja Menschen als Brütstätte verwenden. Das heißt, die legen ihre Eier in den Menschen ab und die fressen dann quasi die Menschen von innen heraus auf und dann schlüpfen ihre Junge. Und wir vermuten also schon alle, dass wahrscheinlich sie deswegen Menschen brauchen. Weshalb sollten sie denn sonst Menschen brauchen? Naja, und also schon die Vorstellung allein ist schon so alienmäßig. Also daran ist es ja auch angelehnt. Und es ist aber auch so, das schüttelt mich jedes Mal, wenn ich daran denke. Nichtsdestotrotz ist es dann aber so, dass Pike natürlich trotzdem die Crew retten möchte, die noch auf dem Planeten ist, in der Hoffnung, dass eben auch Betel da ist. Währenddessen haben sie außerdem festgestellt, dass am Planeten, wo die Cayuga ja eigentlich sein sollte im Orbit, dass da Trümmerteile der Cayuga sind. Das heißt, die ist zerschossen worden von den Gorn, angegriffen worden. Und soweit sie wissen, ist Chapel auf der Cayuga gewesen. Und man weiß jetzt eben nicht, ist sie tot oder nicht. Wobei, Spoiler, wir wissen ja, dass Chapel in Tos auf jeden Fall vorkommt. Das heißt, wir wissen, dass sie definitiv nicht sterben wird. Aber naja, und Pike schafft es dann auf den Planeten runter und möchte halt die Crew retten. Und darum geht die ganze Folge. Also schaffen sie es eben, die Crew zu retten oder nicht? Und schaffen sie es, ohne die Gorn zu einem Krieg zu provozieren? Ja, und es ist eine Folge, die im Wesentlichen eigentlich auf große Action-Momente verzichtet, sondern bei dem man dann, also man sieht das Ergebnis von einem Gorn-Angriff. Und dann sieht man halt so das Durchstöbern von Trümmerteilen oder dann halt so die Suche nach Überlebenden oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier jetzt zum Staffelfinale eine große Action-Episode kriegen, sondern es ist eher wirklich die Alien-Richtung, also so ein bisschen Thriller, Horror, genau. Wobei es natürlich ein, zwei Action-Szenen schon gibt, ja, klar. Aber es ist ja, jetzt klar. Nicht die große Action-Folge. Kathi, was wolltest du noch sagen? Ja, und dann würde ich sagen, passiert das, womit ich nicht gerechnet habe und wo ich vor meinem Laptop gesessen bin und mich wie so ein kleines Kind gefreut habe, dass es passiert. der Pike und M'Benga und Ortegas und La'an, glaube ich, sind die Landing Party und fliegen runter und suchen halt nach Lebenszeichen und finden dann ein menschliches Lebenszeichen und gehen dorthin und dort sind aber keine Menschen. Auf einmal sind sie in der Falle. Und dann kommt Ein Ingenieur um die Ecke? Ein Ingenieur um die Ecke mit sehr, sehr starkem Akzent
und fängt zum Reden an und ich denke mir nur so, ja. Und er redet weiter und erklärt ihn so, ja, er hat diesen Transponder-Ding da, also dieses Ding da baut und das sendet menschliche Signale aus, damit die, damit er die Gäuse in die Fallen locken kann im Prinzip. Und irgendwann stellt er sich vor und sein Name ist Montgomery Scott und ich so. Ich habe, glaube ich, im Rico von der ersten Staffel habe ich schon gesagt, dass ich ja den Softspot für meine Chefingenieure habe. Und Scotty ist da obviously keine Ausnahme. Und ich war sehr, sehr glücklich, weil ich mag ihn, ich mag ihn als Charakter. Ich mag seine ganze Art, wie er einfach ist. Und ich hatte mich so gefreut, dass wir den da in einem sehr frühen Stadium doch, also ich wusste von seiner, weiß nicht, ob man das weiß von seiner Backstory, aber die doch eigentlich sehr heftig ist. Auch mit diesem Gorn-Planeten, also mit seiner ganzen Crew, die es, glaube ich, nicht so wirklich geschafft hat. Mhm. Und das hat mich, das hat, und dann auch dieses ganze, ja, er hat sich da halt irgendwie ein Ding baut, was sein Shuttle als Gornschiff tarnt. Und so, ja, das ist so Scotty, das ist so schön, ich freue mich so. Ich war auch, ich war hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich mich sehr gefreut, dass wir hier einen Legacy-Charakter bekommen. Das ist natürlich auch immer in irgendeiner Form Fanservice. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, du hast halt immer beides im Fandom. Du hast auch das Gemaule, das gesagt wurde, musste da jetzt unbedingt so ein Legacy-Charakter reinholen werden. Aber das war mir scheißegal, weil es war Scotty. Genau. Ich habe mich sehr gefreut. Übrigens, kleiner Fun-Fact mit Martin Quinn, der ja diese Rolle jetzt spielt. Damit ist er der vierte Schauspieler, der den Scotty also on-air quasi spielt. Aber es ist der erste Schauspieler, der tatsächlich von Haus aus, also der Schauspieler selber, Schotte ist. Das heißt, wir haben jetzt als er den ersten schottischen Schauspieler, der tatsächlich auch einen Schotte spielt. Weil James Doohan war Australier und Simon Pegg ist Brite. Simon Pegg ist Brite, genau. Und dann gab es noch den Schauspieler, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, ich müsste nochmal nachschauen, der die Stimme von Scotty gespielt hat in Staffel 1 von Strange New Worlds. Da gibt es auch diese eine Szene, wo diese Stimme von ihm hochruft, im schottischen, mit schottischem Akzent. Aber das war eine alternative Timeline. Deswegen war das, das war in Quality of Mercy. Und deswegen, da war das halt, ist er halt offiziell der vierte, der den quasi spielt. Aber er ist der dritte, der erst gesehen wird. Übrigens habe ich das Gefühl, dadurch, dass Pelia tausende von Jahre alt ist, dass die jeden mal zum Schüler hatte. Das habe ich gemeint vorher bei der Diskussion mit Una. Weil der Scotty hat die gleiche Reaktion wie die Una, wie ja die Penis so. Aber um der Wahrheit Ehre zu tun, Pelia hat halt an der Academy unterrichtet und alle in Starfleet müssen an der Academy eine Ausbildung machen. Und wenn Pelia halt irgendwie, keine Ahnung, 50 Jahre an der Academy unterrichtet hat, dann war halt die jetzige Generation, war halt jeder bei ihr irgendwann mal in einem Kurs. Also aber das ist halt einfach, glaube ich, so. Wenn dann andere Generationen kommen danach oder eben davor, also besonders alt oder besonders jung, dann kennen sie wahrscheinlich nicht. Aber diese mittleren Generationen jetzt, die sind halt alle bei ihr irgendwie mal gewesen. Aber ja, dieses Aufeinandertreffen ist so schön, wo sie in Scotty dann auf die Enterprise bin am Schluss und die Pelia ist so eine Art, was ist das für ein Schrotthaufen, den er da hat, und er so, ja, mit dem kann man sich vielleicht vor den Gorns schützen, wenn wir es reparieren können. Ja, ach, ganz großartig. Na, auf jeden Fall. Wir haben hier ein paar Szenen mit den Gorn, von denen ich sehr begeistert war. Wir bekommen eine tatsächlich Zero Gravity, eine Schwerelos-Szene, wo Spock tatsächlich mit im einer Kampfszene gegen einen voll ausgewachsenen Gorn ist, denn die Gorn, die wir auf dem Planeten treffen, und da treffen wir tatsächlich ein paar, sind Junges. Das heißt, die Gorn, die wir bisher getroffen haben, ja auch schon in Staffel 1, das waren immer alles Junge. Die waren also nicht voll ausgewachsene Gorn, so wie wir sie ja aus Arena kennen, wobei der Gorn aus Arena, der ist natürlich im Vergleich zu den Gorn, die wir hier präsentiert bekommen, überhaupt nicht gruselig oder so gewesen, aber ich meine, das war 60er-Jahres-Style, ja. Aber ich finde zum Beispiel, dass auch das geupdatete Design der Gorn, das wir hier in dieser Folge bekommen, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja. Ich fand, die haben das so, so gut einfach geschafft, das in ein jetzt aktuelles Design zu transportieren. Es hat für mich alles gepasst und ich fand es auch ganz, ganz toll, denn es war ja eine Schwerelos-Szene, dass natürlich auch der Gorn in einem Spacesuit stecken musste, inklusive Helm und allem. Ja. Und ich dachte so, wow. Und was ich aber so toll fand, war,
Ja, das ist natürlich eine Echsenwesen im weitesten Sinne, aber auch, dass diese Muskulatur so anders verteilt war. Es hat mich sehr so an Krokodile erinnert. Die sind ja auch so wahnsinnig stark mit ihren Schwänzen und so, weißt du? Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert und deswegen fand ich es auch sehr clever, dass die eine Zero-Gravity-Szene genommen haben, denn ein Spock hätte, glaube ich, gegen einen voll ausgewachsenen Gorn, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, keine große Chance gehabt, wenn sie in einem normalen normaler Schwerkraft unterwegs gewesen wären. Ja, er hatte ja schon eine Schwerelosszene. Hatte ja genau. Schon Probleme und da hat die Chaplin mir helfen müssen. Alleine wäre das genau. Auch, glaube ich, nicht gut für ihn ausgegangen. Ja, und aber dadurch hat er überhaupt eine Chance gehabt, den irgendwie genau, zu besiegen. Und da war ich aber wirklich, ich war tief beeindruckt, ich dachte, ganz ehrlich, wenn dieser Gorn, so wie ich ihn da jetzt sehe, der voll ausgewachsene Kriegsgorn, wenn der mir begegnet wäre in Irina als Gegner von Kirk, ja, dann hätte ich aber auch Schiss gehabt. Also meine Güte. Und also das war wirklich sehr, sehr gut gelungen. Die Szene hat mir enorm gut gefallen und da fand ich sehr beeindruckend, apropos Ready Room, dieser Gorn, was ich gedacht hatte, war gar nicht 100% CGI, sondern das war ein Stuntman im Kostüm. Das Kostüm hat an die 50 Kilo gewogen. Boah. Und in diesem 50 Kilo Kostüm hat er noch Wirework gemacht. Ja, Alter. Das musst du dir mal überlegen. Und das war wirklich richtig, richtig krass. Und da steckte eben tatsächlich ein Schauspieler, ein Stuntman drin. Und da kann ich auch den Ready Room empfehlen. War sehr, sehr spannend, was sie da erzählt haben. Weil Will Wheaton, der den Ready Room moderiert, der hat einen Ausflug gemacht zu eben dieser Legacy-Firma, die ganzen Effekte gemacht haben und auch die Puppenspieler sind von Haus aus und diese ganzen Puppen. Und dann hat er das alles gezeigt bekommen und durfte auch mal ausprobieren und so. Und Will Wheaton ist so süß, weil der freut sich wie so ein kleines Kind, der fasst alles an und der ist ein bisschen wie Bäumler. Alles an und so. Ja, und ganz, ganz toll. Und da war ich echt beeindruckt. Das heißt, die sind zurück zu den Wurzeln und haben dann natürlich klar CGI drüber gelegt. Aber das fand ich toll. Das hat für mich richtig gut funktioniert. Also, ja. Das ist sehr beeindruckend. Ja. Die Gorn, die haben halt aber ihre Präsenz halt nicht nur durch ihr schon sehr, sehr detailliertes Aussehen, sondern halt einfach durch diese ganze Aura, die da umgibt und dieses ständige, oh, hier ist was zerstört, hier ist was dunkel, hier krabbelt was rum, halt wie es in Haunted House Horror ist. Ich finde auch viel durch die, dass die Laan halt auch mit ist und wie halt ihre ganze Vorgeschichte zu kennen, das ist nochmal so ein extra Layer, der oben ist. Ja. Und was ich sehr schön finde, ist, ich habe Spot ein Software für Chef Engineers, aber ich habe auch meine Software für Science Officers. Ich finde es sehr schön, was sie aus dem Sam machen. Ich mag das, dass er da jetzt Teil dieser Landing Party und so auch sein darf und dass er da ein bisschen rauskommt. Und ich mag das, was sie aus dem Sam machen mit seinem ganzen, dass er so ein bisschen der nerdy Bruder vom James ist, aber dass er doch irgendwie hoffentlich seinen Platz findet mit seinen Aliens da. Ich meine, er ist ja Xenobiologe ist Xenoanthropologe von Haus aus. Wenn einer irgendwie sich mit fremden Spezies beschäftigt, dann ja wohl er. Meine, ganz ehrlich, er hat jetzt Bragging Rights, weil Kirk war gar nicht der erste Kirk, der sich mit einem Gorn auseinandergesetzt hat, so wie wir das jahrzehntelang gedacht haben. Nein, es war eigentlich Sam Kirk, der als erster auf die Gorn getroffen ist. Ja? Also hallo. Aber ich finde das, wie gesagt, ich finde es sehr schön, was wir aus dem Charakter machen. Ich hoffe, dass wir von dem auch noch mehr in den nächsten Staffeln kriegen. Mhm. Das, was diese Folge natürlich als großes Manko hat, ist, dass sie auf einem To Be Continued endet. Ja, ich wollte gerade sagen, dieses Ende. Ah, wo alle am Schluss so, und es ist umso schlimmer, als das ja aktuell gestreikt wird in Hollywood. Das heißt, die Writer, die AutorInnen und die SchauspielerInnen, die streiken. Und ich bin absolut dafür. Die sollen so lange streiken, bis sie das kriegen, was ihnen zusteht. Vor allen Dingen, wenn ich die Staffel jetzt sehe von Strange New Worlds, da sage ich, alles Geld zu den Writern. Geld den AutorInnen. Also wirklich. Aber das bedeutet auch, dass die Pause für die Staffel 3, also weil die ist bewilligt, die wird es geben, aber dass die Pause zwischen Staffel 2 und Staffel 2 und 3 von Strange New Worlds doppelt so lange sein wird wahrscheinlich wie ursprünglich gedacht. Können wir bitte aufhören, zu reden, sonst wäre ich traurig. Ja, und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich, wenn überhaupt, Ende 2024, vielleicht auch sogar erst Anfang 2025 das sehen werden. Und das ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich Horror. Und ganz ehrlich, ich kann dazu nur eins sagen. Ich bin so froh, dass ich von den wichtigen Leuten schon weiß, wer überlebt oder wer nicht überlebt, durch TOS. Einfach durch TOS, weil ich ja weiß, wer in TOS auftaucht. Denn sonst hat dieses Ende tatsächlich Best of Both Worlds qualvolle Wartezeit-Level,
denn das war für mich tatsächlich damals, da war ich Teenager, das war für mich der längste effing Sommer meines Lebens, weil Best of Both Worlds 1 war vor den Sommerferien und endete ja dann mit diesem riesigen Cliffhanger bezüglich Picard und den Borg. Das, soweit kann man, also man kann, das ist kein Spoiler mehr, Leute, also das ist schon über 30 Jahre alt, diese Serie. Und dann dauerte es halt bis nach den Sommerferien, bis wir die zweite Folge bekommen und die Auflösung bekommen haben, ja. Und es war halt die ganze Zeit über nicht sicher, ob Picard überlebt oder nicht. Und das war wirklich der schlimmste Sommer meines Lebens. Und jetzt haben wir dieses Ende. Und ganz ehrlich, wüsste ich nicht schon durch TOS von den wichtigsten Leuten, was mit ihnen passiert, wäre ich noch viel erschütterter, als ich das damals als Teenager war. Jetzt ist es natürlich immer noch super ärgerlich und ich bin total gespannt und leide mit, aber weiß trotzdem Gott sei Dank von den wichtigen Leuten, wer überlebt. Vor allen Dingen aber auch, weil sie am Ende dieser Folge auch so viel nochmal nach oben geschraubt haben. Es ist ja nicht so, als hätten wir nur einen Cliffhanger, sondern wir haben so viel Verschiedenes. Wir haben das mit Betel, die sich ja da die Eier eingefangen hat. Genau. Dann haben wir das mit der Crew, die evakuiert werden sollten, aber dann doch von jemand anders hochgebiet wurden sind. Zu dem habe ich eine Frage, das ist jetzt sehr, sehr nerdy, die Blitmarie weiß das sicher. wenn Leute normalerweise gebeamt werden von Starfleet, dann ist das dieser Schimmer, wenn sie da beamt werden, ist doch gelb normalerweise, oder? Der war grün. Gut, weil ich bilde mir ein, dass wenn sie von den Gorns gebeamt werden, dass der grün ist. Der war grün, ja. Ja, ja, und schon, und ich habe mich nämlich auch... Du hast manchmal andere Farben, also zum Beispiel auch, und das ist meistens dann immer ein Signal dafür, dass es jemand anders ist, der beamt. Du hast auch teilweise eine andere Farbe beim Spiegeluniversum zum Beispiel. Ah ja. Ja, ich hatte mich auch schon gewundert über die grüne Farbe, weil das sah schon ein bisschen komisch aus. Sie beamen die nämlich so, und ich war so, irgendwas an diesem Gebeame schaut falsch aus, dann weißt du, das war grün. Und dann war ich so, und grün habe ich nicht mit den Gorns assoziiert. Manchmal hast du auch blau in der Sternflotte, aber grundsätzlich hast du grün also auf jeden Fall nicht. Grün ist eigentlich eine Farbe, die man eher assoziiert mit den Borg. Ja, genau. Wobei das ja jetzt hier eine andere aber Ära hinfällig ist. Ja, ja. Genau. Genau, das haben wir gedacht, so scheiße, ich glaube, das ist nicht gut gegangen. Ja, genau. Also das haben wir noch als Cliffhanger und dann haben wir natürlich auch allgemein erstmal die Sache so, Starfleet und Gorn. Da haben wir auch wieder. Und da bin ich dann an diesem Punkt, okay, das wird dann ja sehr wahrscheinlich ein Zweiteiler, so wie wir es ja oft bei den Star Trek-Serien am Ende der Staffel hatten. Und ich glaube, damit bin ich auch ganz zufrieden. Ich finde, diese Folge, die hat, wie gesagt, ihr Tempo oder mit dem ganzen, also keine großen, ausufernden Action-Sequenzen, sondern eher so ein bisschen Suspense-Aufbau. Und jetzt bin ich da natürlich gespannt, wie es dann in ein paar Jahren dann bei Staffel 3 weitergeht. Also wenn ich jetzt sage, um wen ich mir Sorgen mache, verrate ich im Grunde auch schon, was mit den anderen passiert. Aber ich mache es trotzdem mal. Wenn es einer nicht hören will, muss er jetzt kurz mal 2 Minuten vorspulen. Aber ich mache mir Sorgen um Ortegas. Ja, ich mache mir so eine Sorge um Ortegas. Ich möchte mir keine Sorgen um Ortegas machen. Aus zwei Gründen. Erstens, endlich ist sie mal in einem Landeteam dabei gewesen. Aber ich mache mir aus zwei Gründen Sorgen, nämlich Pikes Satz zu ihr, als sie da dieses Manöver gemacht hat mit der Landung, als er zu ihr sagte, Erica, du bist dafür geboren. Und ich so, oh mein Gott, und hoffentlich heißt das nicht, dass sie dann auch jetzt quasi, nachdem sie sozusagen jetzt ihr Schicksal erfüllt hat, dann auch sterben kann. Das Zweite, was dazu geführt hat, dass ich mir Gedanken um sie mache, ist, dass sie dieses sehr intensive Gespräch mit einem Benga hatte auf dem Planeten, wo ich noch so dachte, fühlte sich alles schon so ein bisschen so wie ein Abschied an. Das ist das eine. Dann mache ich mir tatsächlich ein bisschen Gedanken um Pelia. Und zwar hatte ich mir nämlich überlegt, wenn sie jetzt den Charakter von Scotty einführen. Wir wissen, dass Scotty auf der Enterprise die Stelle von Pelia haben wird, weil er ist ja Chief Ingenieur auf der Enterprise. Gut, die Enterprise liegt noch ein paar Jahre in der Zukunft. Deswegen, wer weiß es. Aber ich hatte mir halt überlegt, dass diese Folge dann vielleicht der ideale Zeitpunkt wäre, um eine Staffelstabübergabe zu machen, so nach dem Motto, Pelia, entweder geht sie oder stirbt oder was, und dann übernimmt es Scotty. Aber dann hat mich jemand korrigiert, und das habe ich mir dann schon gedacht, Scotty wird Chief Ingenieur auf der Enterprise mit einem anderen Rang. Also der ist jetzt noch der Rang, den er jetzt hat, ist noch zu niedrig. Das bedeutet aber, dass er vielleicht noch ein paar Jahre auf der Enterprise eben mitfliegen darf und noch ein bisschen was von Pelia lernen. Aber man weiß, also ich hoffe, dass Pelia überlebt, aber das war so ein Gedanke, den ich hatte. Und um wen ich mir auch noch Gedanken mache, ist natürlich Betel. Klar, wegen, die hat ja diese Eier in sich. Mhm. Und das letzte Mal, als jemand voll geschossen war mit Eiern, ich sage nur Hammer, hat der sich umgebracht, ja. Und jetzt ist es ja aber so,
Also, ich sag's euch ganz ehrlich, Betel habe ich schon abgeschrieben. Und ich hoffe, dass Pelia. Und Pelia habe ich im Grunde schon auf der hat überlebt Seite gedanklich abgespeichert. Jetzt ist eigentlich nur noch mein großes Fragezeichen Ortegas. Und ich sag euch noch was. Wenn sie Betel überleben lassen, dann bin ich aber ernsthaft sauer, weil dann hätten sie Hämmer auch nicht umbringen müssen. Ja. Ja, also, ja. Wenn sie, vor allem wenn sie Betel überleben lassen und die Ortegas umbringen, ich glaube, dann streik ich. Ja, vor allen Dingen, Ortegas hat ja immer ihre eigene Folge irgendwie immer noch nicht ja. richtig gehabt. Ja, das ist wirklich ja. was diese Staffel wieder so, gefehlt hat. Der arme Pike, wenn sie die Bordellis auch umbringen, dann hat der Pike ja, also ich meine, er weiß, was seine Zukunft ist, die ein bisschen Freude ist am Leben, könnten wir mir doch gönnen. Oder? Aber das Ding ist ja, wir wissen ja von Pike, wie es ausgeht. Ja. Und wir wissen, dass er zu dem Zeitpunkt, zu dem er dann dieses Ende findet, er Single ist. Ja. Und irgendwann muss Betel also mal verschwinden. Die Frage ist halt, verschwindet sie, weil sie stirbt oder verschwindet sie, weil sie dann einfach die Beziehung aufgelöst haben, aus was für Gründen auch immer. Das heißt, wir wissen definitiv, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft Single ist. Nur warum, das wissen wir halt nicht. Deswegen, ja ich mein, würde sich jetzt anbieten. Dein Reasoning macht Sinn, ich möchte trotzdem noch in Denial leben, bis ich sehe. Gut. Jemand hatte erzählt, dass er ein Interview gehört hat von, oh, ich weiß gar nicht mal, ob es Henry Alonso Meyer war oder Kiefer Goldsman, einer von beiden, und gesagt hat, das klang irgendwie so, als wäre Betel noch dabei in der nächsten Staffel. Und dann habe ich gesagt, ja, ob das nicht nur vielleicht Schienhören war oder so, ich weiß es nicht. Aber übrigens, ganz ehrlich, man merkt schon, wie sehr wir da in diesen ganzen Storys drin sind, denn als das Gorn-Junge kam und Betel beschnuppert hat und dann wieder da abgehauen klar, ist, was los ist, da war mir sofort klar, ja, okay, scheiße, sie hat Eier in sich. Ja, ja. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, weil das hatten wir in Staffel 1 ja auch und es ist natürlich auch ein Trope, den wir aus Aliens kennen, ja, aus Alien kennen, also wenn die halt riechen, dass du quasi schon mit Eiern bestückt ich auch so bist, gedacht, dann so, bringen die dich halt nicht um und ich so, oh nein, Das Ding schnuppert sie an und greift sie nicht an und haut wieder ab und ich war so, sie ist 100% infiziert. Und der Pike so, was los? Und sie so, nichts. Ich weiß, warum wir nicht angegriffen werden. Was los? Ich weiß nicht, warum wir nicht angegriffen haben. Und dann so, okay, sag mir doch einfach die Wahrheit. Und dann zieht sie ihren Ärmel so in die Höhe. Und er so, doch so, ja. Aber da ist sie auch drauf kommen können. Ja, was mir übrigens noch sehr gut gefallen hat, ist, Pike ist ja der Pfadfinder, wissen wir ja, ist ja sein Spitzname. Er versucht ja immer irgendwie das Beste zu sehen, auch in den bösesten Feinden. Und die Diskussion ist, war ja am Anfang hier der Folge, was ich sehr gut fand, als er mit Admiral April diskutiert hat, weil Admiral April meinte, ja, also vergiss nicht, vielleicht können wir ja irgendwie auch verhandeln mit den Gorn. Und er hatte gesagt, das sind Monster. Und er so, ja, und manchmal ist ein Monster nur ein Monster. Aber als sie dann auf dem Planeten sind und die Junge da irgendwie rumrennen, ja, und auch nicht sofort angreifen, da sagt er ja auch offensichtlich, gibt es etwas bei den Gorn, was wir nicht wissen. Es gibt eine Information, die uns fehlt, weil nämlich die ganzen Leute sich halt wundern, warum die Junge nicht angreifen. Weil normalerweise, sagt La'an ja auch, sie war ja eben auf so einem Gorn-Schiff, sie kennt, normalerweise kämpfen die Junge um die Dominanz, wer am Ende das stärkste Junges ist und kämpfen halt miteinander. Und in diesem Fall war es aber so, dass sie miteinander zusammengearbeitet haben gegen die Föderation, statt einander zu bekämpfen. Und daraufhin meinte ja Pike auch, also muss es irgendwas geben an Zusatzinfo, die wir nicht kennen. Und dann war er auch und meinte, vielleicht können wir dann doch mit ihnen reden. Und dann kam ja La'an wieder um die Ecke und meinte, nee, mit denen kannst du nicht reden. Und was ich aber hier so gut fand, war, dass Pike trotz der Problematik damit, dass Marie eben, also Betel eben in Gefahr war, dass seine Crew in Gefahr war, also trotz dieser ganzen sehr stressvollen Situation, kommt er nicht aus seiner Haut raus als Föderations- und Starfleet-Offizier und diesem Gedanken, dass man vielleicht doch mit jedem irgendwie reden kann und Dinge diplomatisch, friedvoll, ohne Gewalt lösen kann. Und das fand ich super, dass das zumindest kurz angesprochen worden ist. Ja, das ist halt Pike, wie Pike halt ist. Genauso wie Kirk nicht sugarcoated bei der Uhura, ist das halt Pike, wie Pike ist. Und das finde ich schön, dass Bestes Beispiel, Equality of Mercy, die Staffelfinale von Staffel 1, da sehen wir ja genau den Unterschied zwischen Pike und Kirk. Da wird ja der gleiche Fall zweimal durchgespielt. Einmal mit dem Hau drauf, ich frage nicht und schieße gleich. Und einmal mit dem, ich verhandle lieber und versuche friedvolle Lösungen zu finden, Pike. Da noch deutlicher konntest du es ja nicht machen. Deswegen liebe ich diese Folge auch so sehr. Und das spiegelt sich jetzt aber auch genau hier in diesem Finale wieder. Ja. Und ich finde auch, dass, also, das war eigentlich so eine, der Pike hat ja eigentlich in den ersten 9 Folgen jetzt
bis auf vielleicht bei der einen, wo sie auf dem, ich weiß nicht, wie die heißt, die vierte ist, glaube ich, wo sie auf dem Planeten eben mit dem Vergessen sind, da hat er ein bisschen mehr Screen, aber sonst ist doch eher sehr viel die Crew auch im Fokus und so. Und die letzte Folge wird doch irgendwie so ein bisschen eine Pike-Folge. Aber das ist gut, weil das ist nämlich das, wir nennen es mittlerweile scherzhaft in Tracklasm, Best Practice Pike, weil, weil Pike halt zeigt, wie so eine Best Practice Chef, wie der sein soll. Der nimmt sich selber zurück, der lässt seine Crew Sachen herausfinden, arbeiten, durchführen, der versucht subtil zu steuern, aber sich selbst nicht in den Mittelpunkt zu drängen und so weiter. Und da meint man vielleicht auf den ersten Blick, dass er irgendwie gar nicht so viel Screentime hat oder irgendwie gar nicht so viel Story, aber er macht halt das, was ein guter Chef machen soll. Er versucht subtil zu steuern, ohne sich selber in die Situation reinzuzwingen. Und deswegen haben wir gesagt, das ist eigentlich ein Beispiel für Best Practice. So soll eigentlich ein Chef funktionieren. Ja, und deswegen haben wir heißt auch er bei uns jetzt nur noch so. Haben wir auch bei der Folge 8 besprochen damals, dass er auch, also er kriegt so die Anweisungen von oben und ist so, ja, schau, dass alle deine Kriegsveteranen, die im Klingonenkrieg waren, am besten auch noch die auf dem gleichen Mond waren, dass die alle mit ihm gut sind und mit ihm reden. Und er so, okay, ich lade alle zum Essen ein. Und dann frage ich, oder ich rede mal mit ihnen und frage, ob sie zum Essen kommen wollen. Und sag ihnen aber, was Sache ist. Und sag auch ihnen, wenn sie nicht kommen wollen, ist es vollkommen okay. Und das ist ihre Entscheidung. Er will auf keinen Fall, dass da irgendwas zwischen ihm und seiner Crew steht. Auch wenn, wenn er Anschiss von oben dann kriegt. Ja, man sieht es auch ganz deutlich in Lost in Translation, da kommt ja Uhura mit der Lösung und dann sagt er, ja, und was machen wir jetzt? Und dann statt dass er dann alle Schritte einleitet, guckt er Uhura an und fragt Uhura, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann sagt Uhura, was sie machen würde und das sind genau die richtigen Lösungsschritte und dann nickt er nur und sagt, gut, sie haben sie gehört, machen sie es so. Und dann ist es Uhura, die das löst und dann dachte ich mir, wow, pädagogisch wertvollster Moment ever, weil du halt dann natürlich auch jemanden gleichzeitig trainierst, ja, und eben ihn und also ich meine, die Chance nutzt dann, ihn in so einem Szenario eben in echt auch zu trainieren. Und aber am Ende dann noch zu sagen, nachdem alles erledigt ist, und wenn jetzt jemand hier kommt und sich beschwert und irgendwie Trara macht, dann nehme ich das war meine Verantwortung. Ja. Ich habe das entschieden, ja. Aber gleichzeitig die Situation zu nutzen, damit Uhura eben als Anfängerin lernen kann daraus und üben kann. Und ich meine, besser hätte es nicht laufen können, oder? Und so haben wir ganz viele solche Beispiele für Pike eben. Und hier in dieser 10. Folge eben auch, wo man vielleicht meint, okay, er hat gar nicht so viel Screentime, aber eigentlich schon. Also wenn er auf dem Screen ist, dann ist er schon immer auch sehr wichtig. Das stimmt, ja. Ja. Ja, ja, haben wir dich platt geredet, ich merk's schon. Und selbst mit einem Mann oder zwei Mann weniger, wenn ich mich auch noch zurücklehne, dann kann man trotzdem die Laufzeit von letzten Mal locker geknackt. Aber gut, es gibt halt auch über diese Folgen sehr viel zu erzählen. Wie gesagt, dann nochmal ausführlicher und nochmal mehr into it bei Trackgasm. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier so zum Schluss eine kleine Abrundung, zumindest was die Staffel anbelangt. Ich würde sagen, wir verschieben den Ausblick auf Staffel 3 auf ein andermal, beziehungsweise vielleicht machen wir es ja wie bei Staffel 1, dass wir dann irgendwann vielleicht zum Heimkinostart oder so nochmal auf Staffel 2 blicken oder dann eben einen Ausblick auf Staffel 3 machen, wenn das jetzt ja wahrscheinlich eh noch ein bisschen dauert. Ich für meinen Teil, ich meine, es ist jetzt schon bestimmt viel durchgeklungen in den 2 Stunden, die wir jetzt hier geredet haben, finde die zweite Staffelhälfte ein bisschen besser als die erste Staffelhälfte. Ich hatte ja vor allen Dingen mit den letzten 3 Episoden von der ersten Staffelhälfte so hier und da meine Probleme. Hier gab es keine so richtige Folge, wo ich sage, okay, da hat mir irgendwas gar nicht gefallen, sondern die waren alle irgendwie, also alle total unterschiedlich, aber hatte alle entweder Themen oder Inszenierungen oder irgendetwas, was ich glaube, okay, das hatte schon einen Reiz und ich fand insgesamt, dass es eine gute Star Trek Staffel und eine gute Strange New Worlds Staffel insgesamt war. Ich glaube, da ist immer noch Luft nach oben. Ich glaube, da gibt es noch fremdere, noch strangere Welten zu entdecken oder so ein bisschen noch mehr was Eigenes zu finden, aber so im Großen und Ganzen, ja, ungefähr auf dem Niveau von Staffel 1 vielleicht noch ein bisschen höher. Ich weiß nicht, wie es euch geht und dann würde ich euch bitten, so ein kleines Fazit vielleicht zu der Staffel einmal zu fällen. Kati, bitte. Also, ich glaube, man hat das jetzt auch in den letzten 2 Stunden gehört, dass ich auch mit der zweiten Staffelhälfte so viel Spaß hatte. Ich meine, diese Musical-Folge ist einfach, dass mir das Herz dabei aufgegangen. Ich mag, was sie aus den Charakteren machen, was sie aus den einzelnen Handlungssträngen machen. Ich liebe es, wie man über
diese verschiedenen Enden und diese ganzen Ansichten diskutieren kann. Ich meine, das ist nur A Clock of War oder so, was man ja wirklich, da hast 5 Leute und 7 Meinungen zum Ende im Prinzip. Und aber alle sind irgendwie valide und über alle kann man diskutieren und überreden und sagen, warum man das so sieht. Und da ist keine Meinung dabei, wo die irgendwie komplett aus der Luft griffen und so denkt so, nö, so kann es nicht sein. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Staffel. Auch mit dem Lower Decks Crossover und mit Scotty und mit allem. Ich glaube, ich finde sie besser als die erste Strange World Staffel im Ganzen. Und ich finde das eine sehr, sehr gute Star Trek Staffel. Und ich freue mich auf Staffel 3, auch wenn es dauern wird. Ja, kann ich alles nur bestätigen. Ich fand den zweiten Teil auch etwas stärker als den ersten Teil, wobei die zweite Folge für mich eine der absoluten Highlights dieser Staffel war. Und wenn man mich jetzt fragen würde, ich wurde schon gefragt, was ist denn deine Lieblingsepisode? Das konnte ich dann gar nicht sagen, weil es einfach so viele gab, die ich toll fand. Aber wenn ich sagen müsste, irgendwie würde ich sagen 2, 5, 7 und 9 und die 8 in Klammern, weil sie mich immer noch beschäftigt. Also ihr seht, das ist ziemlich verteilt über die ganze Staffel hinweg. Ja, und auch sehr, sehr unterschiedliche Folgen an sich. Also jetzt so genau. 7 und 9 ging es zu 8 oder 2 ist halt ein Riesensprung. Genau. Und nichtsdestotrotz, ich hatte sehr viel Freude mit dieser Folge. Ich bin sehr begeistert davon, dass es so unterschiedliche Genres waren, die bedient wurden. Ich würde mir tatsächlich noch mehr über die Grenzen hinweg, outside of the box sozusagen, denken, wünschen. Ich glaube auch, dass Strange New Worlds das könnte, wenn sie wollte. Es ist aber nicht die Serie, die dafür steht. Für mich steht eher Discovery für outside the box, auch wenn da manchmal was nicht aufgegangen ist an Versuchen. Aber Strange New Worlds kann zumindest ein bisschen noch mehr riskieren. Und ich hoffe auch, dass die Tatsache, dass sie in dieser Folge eben 2 sehr riskante Folgen hatten, nämlich die Crossover-Folge und die Musical-Folge, dass die beiden so positiv vom Publikum angenommen worden sind, hoffe ich, führt dazu, dass dann die Macher dahinter sagen, okay, wir trauen uns einfach noch mehr, solche kreativen Konzepte eben anzugehen. Und mir hat diese zweite Staffel tatsächlich besser gefallen als die erste. Ich finde die erste immer noch großartig und stark und habe sehr viel Freude dran gehabt. Aber diese zweite, die hat für mich, die steht für mich klar drüber und bin sehr, sehr begeistert. Vielen Dank an euch beide, dass wir hier jetzt zum zweiten Mal oder eigentlich zum dritten Mal fast jetzt schon über Star Trek Strange New Worlds reden konnten. Vielen Dank auch an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr bis hierhin uns zugehört habt. Hört auch, wie gesagt, gerne in die anderen Besprechungen rein, solltet ihr das noch nicht getan haben. Den Telestammtisch, dieses Podcast-Projekt, was wir hier machen, nicht nur über Star Trek, sondern über alles Mögliche, was im Streaming oder im Kino erscheint, die aktuellsten Kinostarts natürlich oder auch Serien auf Netflix und Co. Das findet ihr alle in unserem Feed und ihr findet uns außerdem auf Instagram, auf Facebook, auf diversen Social-Media-Kanälen, wo ihr uns gerne auch Feedback hinterlassen könnt. Ihr könnt uns außerdem eine Mail schreiben an info@tele-stammtisch.de, wenn ihr eure Meinung zu der Folge, wenn ihr Feedback zu der Folge oder überhaupt auch eure Meinung meinetwegen zur Serie an sich hinterlassen wollt. Außerdem könnt ihr uns bewerten auf den Podcast-Portalen wie zum Beispiel Spotify oder bei Apple Podcasts und so weiter und so fort. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Vielen Dank, Kathi und Britt, Marie. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und lebt lang und in Frieden. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.